Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen sie ihre Moral zu Hause, no? Und wenn wir in eine Aufnahme gehen, dann lassen wir natürlich auch unsere Moral zu Hause. Ich hoffe, ihr zu Hause habt eure Moral zumindest in ein anderes Zimmer getan. Ja, die sollte man immer griffbereit. Ja, das stimmt auch, ja. Valentin, schön, dass es weitergeht. Hallo. Ja, es geht direkt weiter. Ich hab so Bock. Ich hab doch letztes Mal gesagt, ich find Point & Click doof. Ich find's jetzt ziemlich geil, muss ich sagen. Sehr schön, sehr schön. Ich find's auch sehr geil. Ich hab das Spiel ja schon von Anfang an geliebt, aber wie viel Freude diese erste Folge gemacht hat, das hab selbst ich nicht absehen können. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen weiter mit Knall durchgenommen Folge 2, Baphomets Fluch 1 Reforged. Längster Titel aller Zeiten! Da sind wir. Hallo, hallo. Und es geht direkt weiter. Ja. Und ich habe mir natürlich auch direkt hier auf dem Hinweg die Kommentare durchgelesen. Oh, schön. Und bin ganz impressed, wie viele das sind, wie hyped ihr direkt seid, wie viele dieses Spiel mögen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und es waren auch wirklich schöne Kommentare dabei. Ja. Ich möchte zwei kurz featuren. Und zwar ein liebenswertes Du für einen liebenswerten Klassiker. Oh. Ist das nicht schön gesagt? Und dann hat jemand, der Top-Kommentar ist tatsächlich: Hoffe, das wird weitergemacht. Ja, Leute, hier wird direkt weitergemacht. Hier wird weitergemacht. Wir zocken das durch. Den habe ich auf jeden Fall auch gelesen und habe gedacht, wir müssen echt die Credibility des Knaller durchgenommen Intros deutlich erhöhen. Ich kann aber auch natürlich verstehen, warum man da irgendwie ein bisschen Angst hat. Ja. Na klar, na klar. Nein, aber das ziehen wir durch. Und es wurde übrigens auch sehr gefeiert, was wir jetzt ja in Folge 2 auch wieder gemacht haben. Deine Idee, mal nicht mit uns reinzustarten, sondern schön mit dem Game-Intro. Da war ich auch sehr erfreut, direkt zu lesen, dass das auf Freude gestoßen ist. Ja, es ist halt, ich will jetzt nicht zu sehr in diesen Cold-Opener-Meta-Talk gehen, den wir schon tausendmal auf dem Sender gehabt haben, aber die Maßnahme, die ja damals Marco noch eingeführt hatte, die ist sinnvoll, aber wir nutzen die mal besser, mal schlechter. Und ich finde ja gerade eigentlich bei so einem Let's Play, es ist doch schön, mit der Stimmung des Spiels zu starten. Total, ja. Und deswegen wollte ich das einfach mal testen, bevor wir dann mit unseren überragenden Gags natürlich, wie üblich, die Moderation dann abschließen und den erstbesten Wortwitz, der einem in den Kopf schießt, raushauen. Ich finde es auch eine schöne Idee. Gerade bei so einem atmosphärischen Story-Ding passt es natürlich auch sehr, sehr gut. Bei einem Multiplayer-Titel müsste es jetzt halt wahrscheinlich nicht sein. Da wird es immer so ein bisschen titelabhängig. Aber das Leute, wäre geil bei einem Multiplayer, wenn du dann, das ist schon so richtig schwierige Szene, du bist mittendrin, wirst schon abgeschossen und dann musst du noch irgendwie, und übrigens hallo und moin. Das wäre aber auch witzig dann wieder. Das würde, glaube ich, auch wieder gut ankommen. wir springen jetzt auch sofort rein. Keine Sorge, es geht nicht zu lang um Metatalk. Ich will nur noch kurz den Kontext, wo wir hier gerade sitzen, nochmal erläutern. Weil wir treffen uns abends, eine kleine Premiere, wir haben unter der Woche abends, es ist nicht live und live natürlich immer abends, aber wir machen jetzt so richtig schön gemütlich quasi. Ja. Wir haben uns zwei wunderbare Kaltgetränke hier hingestellt, wir machen gleich noch eine Pause zwischen zwei Folgen, bestellen uns eine Pizza. Genauso muss eigentlich so eine Talk-Session sein und das fühlt sich eigentlich genauso wie heimisch an und eine bessere Let's Play-Situation gibt es zumindest für mich persönlich nicht. Mhm. Und dann auch noch mit einem guten Freund, also könnte es schöner sein. Ja, komm her. Ich finde das auch richtig gut, vor allem das Spiel, es lädt ja, wir sind im Hotel Ubu übrigens, auch einem wunderschönen Setting, wie ich finde. Und das Spiel lädt natürlich auch so sehr dazu ein, das jetzt hier so zurückgelehnt zu genießen, wegen der vielen Dialoge, auf die es ja vor allen Dingen ankommt. Also das, man kann auch zurückgelehnt rätseln, aber zurückgelehnt fantastisch geschriebenen Dialogen lauschen, könnt ihr mal Daniel Schröckert fragen, das macht richtig viel Spaß. Ja, absolut. Stimmt, das ist sein Lebenselixier. Und lasst uns mit diesem Elixier kurz anstoßen. Prost. Und damit geht's jetzt los. Und ihr wisst, was muss ich zuerst machen? Wir haben hier diesen Hotelportier, wie heißt der Rezeptionist, angesprochen. Was hält er denn von diesem siffigen Taschentuch? Was halten Sie von diesem Taschentuch? Soll ich es für Sie wegwerfen, Monsieur? Wer hinein? Es könnte noch nützlich sein. Ich behalte es lieber. Wie Sie wünschen, Monsieur. So vielleicht würden Sie es gerne in eine kleine Plastiktüte stecken? Nein, ist schon so in Ordnung. Was? Nein, nein, nein. Fand ich ein gutes Angebot. Hätte ich gern gemacht. Ich mag mein siffiges Taschentuch so, wie es ist. Mama. Nass in der Hose. Sehr gut. Jetzt aber wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit, weil wir sind ja hier
um den Kahn zu finden. Richtig. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, wahrscheinlich hat er mal ein paar Datenschutzregularien, die ich ja in der letzten Folge schmerzlich vermisst habe bei allen anderen. Aber ihm traue ich auf jeden Fall zu, ein bisschen Diskretion walten zu lassen und deswegen mal gucken, ob er uns überhaupt Informationen gibt oder ob wir ihn irgendwie vielleicht mit einem Stromschlag in die Irre führen müssen. Das hat am Ende noch jeden gefügig gemacht. Ja, wirklich. Darauf einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Der hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht? Oh yeah, sicher. Finde ich auch ganz schlimm, sowas. Ja. Unmöglich. Aber Moment mal. Das könnte ja bedeuten, dass auch der Kahn in diesem Laden, wo er das Kostüm erworben hat, so ein Dings mitbekommen hat und direkt mal hier den Rezeptionisten getrollt hat. Es würde vor allen Dingen auch bedeuten, dass der Besitzer des Kostümladens, der uns ja das Gerät hatte, nachdem er uns mit dem Elektroschocker überrascht hatte, dem Kahn wahrscheinlich die gleiche Prozedur anheim halt fallen lassen. Ich würde an seiner Stelle den Laden gut abschließen nach Feierabend. Ja, stimmt. Das könnte Rache irgendwie Leuten hervorrufen. Ja, wir sind ja relativ harmlos, aber Kahn... Keine ganz andere Sache. Ja, aber das erklärt, warum es noch keiner machen wollte, weil Kahn wahrscheinlich all diesen Leuten schon begegnet ist. Die haben das alle schon hinter sich und geben niemandem mehr die Hand jetzt. Das wäre eigentlich auch ganz geil, wenn du... Oh Mann, wir machen gleich weiter. Ja. Aber ich mag diesen Gedanken, dass das so eine Investigativebene in dem Spiel wäre. Also, dass du wirklich daran so irgendwann feststellen kannst, oh, okay, die wissen auch schon Bescheid. Oh, ja. So viele andere, die vorher mit Kahn gesprochen haben. Vielleicht ist der auch hier durchgekommen. Ja. Das ist immer schon so das erste Warnzeichen. Stimmt, das wäre super smart auf jeden Fall. Das habe ich leider vorweggenommen, dass es nicht okay, ja, aber halb so schlimm. Können wir in der Fanfiction-Lore in unserem Kopf so aufrechterhalten. Ich frage ihn jetzt mal straight up nach dem Clown. Ich suche einen Mann, der sich wie ein Clown kleidet. Dies ist ein respektables Hotel, Monsieur. Hier gibt es keine Clown. Wenn Sie das sagen. Herrlich. Genau so würde ich das jemanden fragen, wenn ich eine seriöse Antwort bekomme. Aber wirklich. Wie verwirrend kann man, naja, egal. Ja, aber es war ein bisschen kompliziert, fand ich auch. So, das ist der Tote, oder? Das ist Plantard, genau. Plantard hieß der, genau. Kennen Sie einen Mann mit Namen Plantard? Non, Monsieur. Okay. Geben Sie mir alles aus Ihrem Safe. Ich möchte etwas aus Ihrem Safe haben. Ah oui, Monsieur. Darf ich einen Ausweis sehen? Was zum Beispiel? Einen Führerschein vielleicht? Ich fahre nicht. Ihr Pass? Den habe ich nicht dabei. Ich könnte Ihnen meine Operationsnarbe zeigen. Tut mir leid, Monsieur. Ich brauche etwas, das Sie einwandfrei identifizieren. Was gibt es einwandfreieres als meine Narbe? Tut mir leid. Ich muss auf einer etwas traditionelleren Form der Identifikation bestehen. Mist. Ist das herrlich. Gut, es war zu erwarten, dass er uns nicht einfach in den Safe gucken lässt. Und selbst wenn wir uns hätten ausweisen können, wären wir ja eigentlich immer noch nicht berechtigt, weil wir da ja nichts reingetan haben. Ja, das wäre komisch, wenn er dann sagt, hier haben sie alles. Du könntest höchstens beweisen, dass du da nicht reingucken darfst eigentlich. Ja, genau, genau. Spannend wird es jetzt aber natürlich mit dem Foto von Kahn. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ja, Monsieur. Das ist einer unserer Gäste. Name? Den darf ich Ihnen nicht sagen. Datenschutz. Gut, dann habe ich nur noch die Nase und das T-Stück. Müssen wir auch nicht jedem zeigen, aber jetzt mache ich es nochmal. Kennen Sie diese rote Nase? Non, Monsieur. Na, zu erwarten. Und? Was halten Sie von diesem Werkzeug? Was halten Sie davon? Fantastisch, Monsieur. Ich bin sicher, Sie benutzen es wie ein Profi. Na gut, der ist natürlich auch darauf getrimmt, sehr, sehr höflich mal zu sein, die Gäste mit Honig zum Schmieren quasi. Deswegen natürlich sagt er, fantastisch, Sir, ein tolles Gerät. Danke für Ihr Entgegenkommen. Ja, ich glaube, wir kommen bei ihm nicht so richtig viel weiter. Wir könnten allerdings, bevor wir hochgehen, noch einmal gucken, was er hiervon hält. Die Figur haben wir aber, glaube ich, schon gemacht. Letzte Folge. Ich meine auch. Mit einem dümmlichen Steinlippen. Und hier gibt es ein Telefon. Wir könnten auch noch mal kurz bei unserer Freundin Nicole Collard anrufen. Ich glaube aber, du kannst, da hängen noch Gegenstände. Oh ja, richtig, stimmt. An einem Messinghaken hängen ein Schlüssel und ein Plastikanhänger. Okay. Kann ich ihn einfach nehmen? Nee, da werde ich doch jetzt hier gemaßregelt. Daneben. Moi, Monsieur? Was?
Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen. Nein, oder? Nein. Wie käme ich dazu? Ach geil, das reicht dann aber auch schon. Das reicht. Wir werden nicht heraus eskortiert. Ich glaube, es läuft auf sowas hinaus, dass wir ihn irgendwann mal ablenken müssen. Vielleicht, vielleicht. Das Buch kannst du dir auch noch angucken, glaube ich. Ach, da war ein Buch. Das hier, ja, stimmt. Mhm. Das Melderegister für die Hotelgäste. Okay. Einfach nur, dass alles klar ist, was ja, es hier gibt. So. Stimmt. Es ist niemand mit dem Namen Khan eingetragen. Ach, da hat er direkt aber falsch rumgelesen. Aber der Name 22 ist Moalan. Ey, da wissen wir, dass er eigentlich so heißt, oder? Haben wir das nicht von einem der Leute erfahren? Ja, das ist auf jeden Fall der Name, mit dem er sich hier vorgestellt so, hat. Wie genau. Der jetzt wirklich heißt. Ja, oder so rum, ja. Ja, dann würde ich nochmal versuchen, ein Telefongespräch zu führen. Ja. Wissen wir nicht, ob das schon was bringt, weil ich glaube, es ist noch nicht so lange her, dass wir mit ihr geredet haben. Wobei sie, glaube ich, noch nichts davon weiß. Von dem Hotel hier weiß sind. Sie noch nichts, oder? Ich glaube, irgendwie nicht. Schauen wir mal. Rufen wir, wir können auch ihn nochmal anrufen, den Todrick, von dem wir eigentlich alles haben. Wobei, versuch mal, ja. Ich will einfach gucken, was passiert. Es gibt keinen Grund, schade. Anzurufen. Ich fände es so geil, wenn er so, hallo Todrick, ich bin's wieder. Sie haben mir gar nicht geholfen. Ja, Klonk. Das ganze Spiel wird nochmal nachgedreht. Genau. Dann sie jetzt halt. Caller. Bonjour, Caller. Oh Gott. Hi, George hier. Ich habe die Adresse des Hotels, wo der Mörder wohnt. Wenn du ihn besuchen gehst, sei bloß vorsichtig. Denk immer daran, der Typ ist ein Profikiller. Danke, ich werde schon aufpassen. Ja, es war ein freundliches Gespräch, hat uns jetzt noch nicht viel gebracht. Nochmal vor dem Tod, ein letztes Mal. Wer weiß, ja, aber es ist ja wirklich gefährlich. Ja. Jetzt einfach hier als irgend so ein Tourist da zu klopfen und sagen, Herr Mörder, ja, ist schon irgendwie gewagt, muss man sagen. Mal gucken, ob das gut geht. Ich gehe mal hoch, würde ich sagen. Oder? Oder hättest du hier unten auf jeden Fall. Ja. Einfach mal, wir müssen ja schauen, ob wir oben irgendwie weiterkommen. Vielleicht, ja, ist. So. Gut. Kannst du auch nochmal umschalten in die alte Ach ja, Auflösung. Stimmt, das ist immer schön. Oh ja. Also der Kronleuchter ist schon auch damals sehr prächtig. Ja, das stimmt. Das Geländer gefällt mir gut, aber na klar, die ganze Beleuchtung und die Bodentextur ist irgendwie... Dadurch sieht es irgendwie automatisch direkt so ein Ticken kindlicher aus. So. Ja. Das würde ich nicht sagen, ist nur für Kinder. Da, also jetzt ohne Kontext, da würde ich schon eher sagen, ah, das ist bestimmt aus einem Bilderbuch oder so. Also weißt du, ohne Kontext meine ich es jetzt. Ich mag Kinder ohne Kontext, klingt wie so eine Upsi-Pannenshow-Kategorie. Ja, da gäbe es, glaube ich, auch viele Internetvideos. Ja. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 21. Oh fuck, haben wir das schon mal gehört? Ja, irgendwie nach oben und dann zweite Tür rechts oder sowas. Aber ich weiß halt nicht mehr, ob zweite Tür links, zweite Tür rechts. Aber wir haben eigentlich schon mal eine Wegbeschreibung bekommen. Wir können jetzt ja auch nach der Zimmernummer von Morlar gucken. Wir haben ja eben unten nochmal gehört, dass die 22 ist. Ach ja, stimmt, haben wir auch gehört. Tatsächlich muss es ja hier die nächste eigentlich sein, diese. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22. Falls die Beschreibung des Schneiders korrekt war, handelt es sich hier um das Zimmer des Killers. Okay. Dass der Schneider das weiß. Ja, stimmt, das ist echt irre. Ach, wobei, klar, der muss ja eine Adresse hinterlegen. Zimmer Nummer 23. Ja. Okay. Okay, der neue Horrorfilm nach Zimmer 1408. Zimmer 23. Ich klopfe vorher mal an den anderen beiden Türen. Mhm. Einfach nur, weil ich natürlich curious bin, was passiert da. Die Tür ist verschlossen. Gut, war zu erwarten. Ich dachte, er klopft wenigstens vorher, bevor er den Einbruchsversuch mal wagt. Man muss ja sicher gehen, dass es da auch leer ist, ne? Ja. Die Tür ist verschlossen. Hm. Ja, wobei, in den anderen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in allen drei Profikiller wohnen? Ja. Müsste es eigentlich nur an der 22 klopfen. Eins, zwei oder drei. Wo ist der Profikiller dabei? Keine Ahnung. Das erinnert mich an diese drei Tore. Wäre eine ganz andere Sendung gewesen. Absolut. Kinder ohne Kontext. Kinder ohne Kontext. So, dann versuche ich mal da zu öffnen jetzt. Mhm. Schauen wir mal. Die Tür ist verschlossen. Ah, okay. Also, wir kommen hier erstmal nicht weiter. Oder kann ich noch irgendwas mit Items machen? Nee, ich glaube nicht so wirklich. Ist kein Elektroschloss. Überbrücken kann ich es, glaube ich, nicht. Oh, auch coole Idee. Ja, auch coole Idee. Weiß nicht, was kann man hier 96. Eigentlich noch machen? Achso, das kann man dann. Ja, gut, genau. Man kann halt sagen. Dann macht er wieder sein. Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, und das meine ich, aber das finde ich auch ganz angenehm, dass er dann nicht immer noch. Nicht immer, ja, genau. Gag hat. Ja. Nee, ich glaube, also es macht auch alles keinen Sinn. Hiermit glaube ich auch nicht, dass wir es aufkriegen. Ich mache es nur aus Gag einmal, ja, aber macht er auch den. Gut, dann würde ich wieder runtergehen, weil ich glaube, wir haben hier alles durch und kommen hier tatsächlich ohne den Schlüssel oder irgendwie eine Erlaubnis nicht weiter. Mhm. Und ja, wer weiß, ob das überhaupt was verändert hat jetzt oder ob ich nochmal ganz aus diesem Hotel muss, weil ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen clueless, wie es weitergehen soll. Ich gucke nur einmal bei ihm, ob es irgendwie eine neue Dialogoption es gibt. Ich glaube zwar nicht, aber man muss es ja mal probieren.
Was jetzt, Monsieur? Ich kam nicht rein. Ah ja, hier, der Schlüssel, weil ich den eben versucht habe zu entwenden. Was den Schlüssel an dem Haken dort angeht. Oui, Monsieur? Für welches Zimmer ist er? Nummer 21. Ist das Zimmer vermietet? Non. Gestern haben heute Morgen ausgecheckt. Okay. Ja, da macht es ja eigentlich Sinn, wenn das jetzt geht, dass ich es miete. Ja. Ich versuch's mal. Ich möchte Zimmer 21 mieten. Das geht nicht. Wieso? Sie sagten doch, es sei frei. Sie sind zu arm. Es ist für einen anderen Gast reserviert. Mist. Er sagt es immer wie Bernd das Brot. Mist. okay, das ist ja blöd. Dann müssen wir jetzt vielleicht diesen Gast ausfindig machen. Danke für Ihr Entgegenkommen. Vielleicht ist es ja einer dieser Leute, die hier sitzen oder die Mafiosis vor der Tür oder so. Ich frage ihn mal, ob ich bei ihm wohnen darf. Also außer du möchtest mir auch einen Tipp geben, darfst du nicht immer machen. Ich würde den Tipp dir geben, dass du nicht das Hotel verlassen musst. Okay, und schon wieder. Das ist schon mal gut. Hallo. Okay, also da kann ich tatsächlich nicht mal, weil ich glaube, den Spaß habe ich mit ihm schon gemacht. Das muss ich nochmal machen. Frage ich sie mal, aber ich glaube eher, die zwei vor der Tür sind es vielleicht. Es war aber auch ein gewagter Versuch, nachdem du gesagt hast, die sind doch dieser Nobelpreisträger aus dem Land, das ich nicht ausdrücken kann und auch gar nicht will. Ja, da hat er sich sehr amerikanisch verhalten, das was stimmt. Das diplomatische Geschick angeht. Voll, da ist George nicht geschickt vorgegangen, kann man nicht so sagen. Ja, traurig, das jetzt unterbrechen zu müssen, das ist ein schönes Spiel. Ja. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Ah, sie erinnern sich an meinen Namen. Kann ich bei Ihnen wohnen? Würden Sie den Empfangschef ablenken, damit ich einen Schlüssel ausborgen kann? Soll ich Ihnen etwa bei einer kriminellen Handlung helfen, Darling? Oh nein, es handelt sich um den Schlüssel zu einem leeren Zimmer. Stimmt, ist dann gar nicht mehr kriminell. Wenn ich fragen darf, möchten Sie Zugang zu einem leeren Zimmer? Möchten Sie sich dort einnisten? Nein, Ma'am. Pfadfinder, Ehrenwort? Ich war nie bei den Pfadfindern, Ma'am. Mann! Das ist ja schrecklich. Was haben sich Ihre Eltern bloß dabei gedacht? Es ist eine wunderbare Möglichkeit, für einen Jungen in Form geprügelt zu werden. So, jetzt erzählen Sie mal, warum möchten Sie unbedingt in dieses Zimmer? Es liegt genau neben dem Zimmer, in dem der Killer wohnt. Ach. Sie möchten Morlan also belauschen? Ja, genau. Es gäbe vielleicht eine Verbindungstür. Okay. Mein wirklicher Charme dürfte in diesem Falle nicht weiterhelfen. Was? Aber eine gesunde Dosis englischer Arroganz könnte funktionieren. Na gut. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt macht. Auf dem Territorium des Erbfeindes erstmal von seiner schlechtesten Seite zeigen. Der konnte das ja auch genau beobachten. Gar nicht sass, dass wir jetzt hier zusammen hinkommen. Hallo? Sie da drüben, Diener? Diener? Oui, Madame. Gut. Hören Sie mir mal genau zu. Sie verstehen doch Englisch, oder? Aber natürlich, Madame. Gut. Ich wünsche einen Teil meines Schmucks in Ihrem Safe zu deponieren. Ich verstehe. Sind Sie da ganz sicher? Bien sûr, Madame. Jetzt sind Sie dran, mein Lieber. Wie er darüber geht, geil. Super, ne? Hier könnte ich auch noch was machen. Kannst du mal gucken, ob du da rankommst. Befindet sich ein kleiner Tresor mit einem Kombinationsschloss. Spannend, dass er sich da reingetan hat. Ah ne, da komme ich gerade. Da macht er nichts. Nee, okay. Spannend. Gut, aber dann haben wir es ja. Also, beziehungsweise du kannst natürlich jetzt nur ins Nachbarzimmer in Anführungsstrichen. Ja. Aber das ist schon mal mehr als wir vorher. Genau, dann würde ich auch direkt hochgehen. Der Frau danke ich später nochmal. Mit der reden wir bestimmt wieder. Dann direkt rein da. Die Tür ist verschlossen. Ach so, ja, Entschuldigung, ich habe die Rätsel, die Point-and-Click-Logik nicht angewandt. Ja, aber so ein bisschen, vielleicht das ist es jetzt nicht das richtige Zimmer, aber es ist der richtige Schlüssel. Ach so, ja, gut. Stimmt. Das ist so einer der wenigen Punkte, wo ich halt sage, ne, das ist halt das Schöne an sowas wie Return to Monkey Island, die sich dann auch die Mühe gemacht haben, zwar im Geiste der alten Spiele zu bleiben, aber so ein paar Service-Funktionen einzubauen, da hätte jetzt Airbrush einfach den Schlüssel aus. Stimmt, ja. Aber ist egal. Klar, das sind gute Quality-of-Life-Verbesserungen, aber es tut jetzt auch nicht weh. Nein. Ich finde aber krass, hier haben sie einfach ultra viel Ornament-Stuff dazu gezeichnet. Ja. Also das war ja alles leer hier. Stimmt. Und auch hier auf dem Bett und so. Das ist so. Ist gut gelungen. Das ist wirklich die King Suite. Ja. Und das andere ist eher so diese, wenn du bei Baldur's Gate wie ein Händler schläfst. Mhm. Stimmt, ja, so, ja. Das ist der Anfang von Komfort. Ja, ist echt ein krasses Upgrade, muss ich sagen. Gut, aber wir können uns hier viel umgucken und das mache ich direkt mal.
Ein riesiger Mahagonischrank. Oh, Mahagoni. Oho. Ein edles Etablissement hier. Außer einem schwachen Geruch nach Kampfer ist der Schrank leer. Was ist Kampfer? Hab ich mich auch gefragt. Schreibt es in die Kommentare. Okay, machen wir so. Das find ich gut. Mein Tipp, ich habe das ja schon mal irgendwo mal gehört. Ich glaube, das war so ein Mottenbekämpfungsmittel. Aber ich weiß es nicht. Ah ja, sowas kann sein. Schreibt auf jeden Fall ein guter Guess. Ja. Neben dem Bett steht ein kleines Nachttischchen. Dann gucke ich da rein. Vielleicht ist da ein cooles Abhörgerät zufälligerweise drin. Oder ein direkter Durchgang, ein Tunnel. Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Nach Zwiebeln. Wirklich wahr. Okay, kein Witz, wirklich wahr. Spannend. Also ich habe mir sowas gewünscht wie bei Being John Malkovich, dass so eine kleine Tür in den Kopf von Khan ist. Umso schöner fand ich danach dieses Trocken, er ist leer. Ja, wirklich, das war gut. Ich glaube übrigens, also es ist eine ganz persönliche Vermutung, dass die Zwiebeln so eine Anspielung sein könnten auf Asterix. Und ich habe diesen Kupferkessel-Geschichte habe ich so gerne gelesen. Ja. Und das war das Erste, was mir so damals auch eingefallen ist und jetzt wieder beim Spielen. Ja, kann sein, weil so als nette Geste spielt in Frankreich, ist zwar nicht aus Frankreich, aber ja, wir haben ja schon viele Parallelen auch festgestellt. Sehr schön. Aber das Fenster, das finde ich verlockend. Da könnte man doch. Kessel war Zwiebelsuppe für alle. Achso, ja. Folge, dass es nicht von hohen Mauern umgeben ist. Nochmal, ich habe es selber verpasst. Ein Blick aus dem Fenster zeigt eine enge Gasse, die von hohen Mauern umgeben ist. Ja gut, dann ich erwarte jetzt so eine Jason Bourne Nummer oder so, dass er so richtig am außen an der Balustrade lang klettert. So würde ich's machen. Kennst du die Musik vom Film? Ich habe den leider nur einmal gesehen, aber Hat er so einen krassen Soundtrack? Ich kann sagen. So eine eingängige Melodie, doch ich glaube schon, aber ich hab's zu lang nicht mehr gesehen. So, dann gucken wir mal raus oder gehen raus? Er geht tatsächlich direkt raus. Ja genau, James Bond, Mission Impossible, passt auch beides. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau das. Und die Gasse kennen wir ja auch. Ja, oh, da das kannst du. Das Fenster der Gasse sieht sehr weit weg und sehr hart aus. Das stimmt. Und springen. Wenn ich wollte, dass meine Schienbeine meinen Ohren guten Tag sagen, würde ich springen. Mama Stoppard hat aber keine Selbstmordkandidaten aufgezogen. Ja, ich schön. Ich mag, wie lang er hier zum Denken auch nur steht. Und hier startet gleich eine Folge Löwenzahn. Das quillt hier aus jeder Ritze. So, dann rein da. Das Fenster ist sogar praktischerweise geöffnet. Besser könnte das ja nicht laufen. Cool. Ja, das wäre noch eine Frage gewesen, wenn er das jetzt hätte einschlagen müssen. Oder sowas. Ja, stimmt. Was hätte er dann gemacht? So. Ich sehe ihn schon dann da gegenhauen, klappt nicht. Ja. Der minimale Rückstoß, zack, hinten in die Gasse. Oh ja. One in 1001 Adventure Deaths. Aha. Okay, wir sind der Schrank in hat keine Schubladen, nur eine einzelne Tür. Khans Zimmer. Es ist ziemlich gleich, ein bisschen anderes Bett tatsächlich. Es hat hier nicht diese Holzfront, der Schrank steht hier und nicht dort und ist mit dem Spiegel vertauscht. Ansonsten muss ich sagen, bis auf die andere Verteilung der Möbel, deckungsgleiches Zimmer, wie das in Hotels meist so ist. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Das war echt smart. Ein Profi. Das Bett ist viel, viel größer als die schmale Pritsche, die in meinem Zimmer steht. Ja. Schmale Pritsche ist auch ein bisschen übertrieben, ist aber schon auch ein üppiges Bett, würde ich sagen, aber gut. Er legt sich jetzt mal vielleicht Probe, meinte oder? Er in den USA in seinem Zimmer. Das kann auch sein. Oder in seinem eigentlichen Hotel hier, wo er als Touri abgestanden ist. Du wisst ja nicht, wo er wohnt. Und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. Damals war der Dollar ja noch stark. Das war eine andere Zeit. Ja. Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Stimmt. Schauen wir mal rein. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Das Fibonacci-Ei wurde schon rausgenommen. Oder was auch immer. Der reicht doch trotzdem eigentlich als belastendes Beweismaterial, oder? Ja, belastend weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Stück Beweismaterial, der ist ein bisschen mehr. Ja, gut. Weil du, wie kannst du dann am Ende sagen, so, das ist auf jeden Fall der gleiche Koffer? Fingerabdrücke und so. Stimmt, ja, doch, ging da bald ja auch schon. Aber er kann natürlich sagen, ja, den habe ich in der Kanalisation gefunden, als ich da meinen Rausch ausgeschlafen habe und ein Clown vorbeilief. Ja, exakt. Es klingt verzweifelt. Man kann sich noch gut rausreden, auf jeden Fall. Die Taschen seiner Hosen sind leer. Achso, da habe ich direkt reingeguckt. Ah ja, hier gibt's Kleidung. Die Hosen sind frisch gewaschen und gebügelt. Okay, und hier gibt noch irgendwas. Ich glaube, dass der Schrank im Allgemeinen, jetzt kannst du ihn wieder zumachen. Achso, okay. Ja gut.
Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Beeindruckend. Ja, ist halt Maragoni, das ist schon wertig. Sonst finde ich hier tatsächlich nichts. Nee, das ist das Inventar. Mhm. Aber ich glaube, es ging auch maßgeblich um den Koffer. Ich hatte schon gedacht, hier einen Ticken mehr zu finden. Oder vielleicht sogar den Killer vorzufinden. Aber nee, ich meine, ich habe alles, ne? Die spannungsgeladene Musik am Anfang der Szene hat das ja auch so ein bisschen suggeriert. Mhm. Ich glaube, jetzt können wir aber einfach durch die Tür raus. Ja, das denke ich auch. Also ich meine, jetzt müssen wir ja nicht mehr über die Fenster gehen. Ja, genau. Gut. Ah, guck mal. Da ist ein Killer. Da kommt er. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Das ist halt seine Version von einem Actionheld. Ja, wirklich. Geil. Die das Zimmer im Übrigen nicht hat. Ich habe hier noch keine Toilettentür gesehen. Stimmt. Deswegen muss er in den Schrank gehen. Und ich mag, wie sich sein Karo-Muster in so einem Grid befindet und mit der Hose mitbewegt. Wie bei Stan in Monkey Island auch. Ja. Die hatten das, glaube ich, erfunden in Anführungsstrichen. Ah ja, das war so ein Reaction-Shot. Er wurde gerade nicht entdeckt, so habe ich das verstanden. Ja. Geiler Gesichtsausdruck. Den machen wir fürs Thumbnail. Ah, er hat sich umgezogen, Anzug an, karierte Hose aus. Und die ist aber ja definitiv bewaffnetes Beweismaterial. Ja, ne? Die Hose passt zu dem Jackett, das der Killer in Paris verloren hat. Ah, okay. Flöpp, die packen wir uns ein, oder was? Zack, in die Innentasche. Nee, wir holen uns irgendwas da raus. Mhm. Ah ja. Ich kann mein Glück kaum fassen, als ich in den Taschen seiner Hose zwei Gegenstände finde. Das erste ist ein gewöhnliches Streichholzbriefchen. Keine Streichhölzer, keine Anhaltspunkte. Mhm. Das zweite ist eine Art Ausweis. Auf der Karte stand Thomas Morlin, Grüber Elektronik. Okay. Von der Jacke ist ja was hängen geblieben, nicht von der Hose. Ich hab's gerade verwechselt. So wir hatten zwar das gleiche Muster, aber trotzdem andere Kiste nochmal. Aber hat nicht der Typ, wo wir aus dem Gulli kamen, in diesem Innenhof, hatte der nicht irgendein Jackett gefunden oder so? Dass er uns dann... Ja, der hatte die Jacke gefunden. Genau, aber ja. Die können wir jetzt natürlich, die haben wir ja nicht bei Morlin gefunden, entsprechend können wir, oder bei Karl, so, ja. Können wir das jetzt nicht ihm direkt als Beweismaterial entgegenhalten. Das stimmt, hast recht, ja. Das ist also, ne, ich führe das auch deswegen aus, weil es einfach, der Fall zieht einen rein und ich finde es auch interessant, dass wir auf diese Details versucht haben zu achten. Ja, absolut, stimmt. Also ja, wahrscheinlich, mag ich auch. Wenn das jetzt hier eine Folge Medical Detectives wäre, dann wäre das schon gelöst, aber ist es halt nicht. Und wir sind ja auch nicht die Polizei. Das stimmt. Guck mal, was er noch dazu sagt. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club à la Mut verziert. Haben wir schon einen neuen Anhaltspunkt, wo man mal vorbei könnte und fragen könnte. Achso, nee, das macht natürlich keinen Sinn. Ich dachte kurz, er sagt da noch was zu. Und dann gucke ich nochmal, frage ich ihn nochmal hier nach dem Ausweis. Die Karte, die ich im Hotelzimmer gefunden habe, Thomas Merlin Grüber Electronics steht drauf. Das ist, mag ich auch, wie er so knallhart die Aussprache ja, amerikanisiert. Das ist echt super. Ich glaube, ein klassisches Point-and-Click-Rätsel sozusagen identifiziert zu haben oder eine Rätsellösung, denn wir können doch jetzt den Ausweis dem Portier zeigen und sagen, aha, wir sind mal da, guck, was auch irgendwie dumm ist, weil eigentlich weiß er ja, das ist doch der andere Typ, der hier eingecheckt hat, aber vielleicht dürfen wir dann in den Safe. Gute Idee. Ich probiere es zumindest mal aus. Man kann ja auch argumentieren, also wenn ich jetzt dich zum Beispiel, oder wenn ich jetzt dich bitten würde, Post für mich wegzubringen, braucht man ja manchmal eine Vollmacht und den Ausweis. Genau. Also, und wir haben jetzt zwar nicht die Vollmacht, aber der Ausweis ist jetzt hier. Und dafür ist die Vollmacht ja auch so wichtig, weil sonst könnte man den Ausweis ja einfach stehlen. Ja. Aber wir sind im Jahr 96. Wer weiß. Im Intro des Spiels hieß es übrigens, das ist mir erst beim Schneiden aufgefallen, Paris zum Ende des Jahrtausends. Also Ende 90er, okay. Das ist echt gut. Hab ich mich ja letzte Folge gefragt. Ja. Sehr gut, dann gehen wir mal runter. Ich probiere die Ausweisnummer direkt und dann können wir mal weiterziehen. Sehr gut. Vielleicht spielt es ja auch im futuristischen 1997 zum damaligen Zeitpunkt. Das würde ich irgendwie feiern, wenn so Spiele einfach nur so ganz minimale Zeitabstände, nur um zu trollen. So. Ja. Ja, das ist 97. Und dann führen sie so einen völligen Sci-Fi-Gegenstand ein. Oh, alles ist genau so, aber weil es der Februar 97 ist, gibt es dann den fliegenden Toaster. Ja, das ist aber klasse. So, dann kombiniere ich das mal mit dem Rezeptionisten. Oder Empfangschef. Was jetzt, Monsieur? Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlin. Genau,
Morlin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Er erklärt halt nicht. Ja, wirklich. Aber das war auch zu erwarten irgendwie, ja, dass er die Diskretion wahrt. Das ist ja auch irgendwie klar, so gut sieht er mit den Aussicht von diesem anderen Hotelgast. Aber gerade dann kann ich ihm das nicht geben, weil das ist ja schon irgendwie shady, was wir hier machen. Jetzt habe ich gerade gesehen, macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, aber das for the try, ich kann das auch mit dem Melderegister kombinieren. Ja, er dürfte jetzt... Achso, okay, weil man immer alles mit einem kombinieren kann und dann hat er halt dann sein Schulterzucken. Ich könnte ihn nochmal fragen, kennen Sie dieses Hotel oder so? Ich gucke einfach mal. Hotel, dieses Streichholzschachtel. Was jetzt, Monsieur? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Okay, kennt er nicht. Ja, man kann nicht einfach auf die Karte gucken, ne? Da muss man schon aus dem Bild einmal raus. Ja. Okay. Aber ich sag dir nochmal, du brauchst nicht raus. Immer noch nicht aus dem Hotel. Okay, das ist schon mal ein guter Tipp, weil dann verschwendet man gar keine Zeit, dass ich durch die Stadt irre. Dann, also wenn es okay ist, wird solche Tipps... Ja, nee, das finde ich super, geben. Genau. Weil das hilft mir eigentlich meistens auch schon, einfach auch dann zu wissen, okay, in dieser Fläche kann ich jetzt halt wild rumprobieren. Ja. Es ist nicht komplett ziellos. Ja, das ist wirklich super. Ich würde jetzt als erstes mal probieren, die Leute nochmal mit dem Ausweis und damit zu konfrontieren und dann würde ich vielleicht nochmal ein Telefonat starten. Ja. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Was ist denn los? Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein! Steinhart! Diese Schweine! Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da! Und abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Also ich glaube nicht, dass das so sonderlich viel bringt, also vor allem der Ausweis, sondern eher das andere. Kennen Sie diese Karte? Nein. Nein, okay. Kurze, knappe Antwort. Mag ich diese Direktheit? Dann das als nächstes. Und schon wieder. Hallo. Sagt Ihnen der Name auf diesem Streichholzbriefchen etwas? Ja, das tut er. Denn Alamut war die Heimat des alten Mannes der Berge. Mhm. Erkennen Sie ihn nicht? Nein, tut mir leid. Alten Mannes der Berge? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ja, vielleicht versteht man das ja auch noch im Laufe der Zeit. So, dabei, da könnte ich noch was machen. Das hab ich, da habe ich glaube ich noch nie drauf geklickt. Das mache ich gleich mal. Einfach was dazu klaviert. Ich schmeiß das so zu. Herr George, was kann ich denn wohl für Sie tun? Diesen Pass habe ich in Morlins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Vor allem, wieso dieser Typ hat wahrscheinlich gibt sich aus, es könnte ja auch wirklich sein, dass er elektrisch ist. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Morlins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Ja. Er hatte zu viel Angst. Ja, vor dem Gesetz. Ich muss einen echten Grund zur Angst geben. Haben Sie mir George. Oha, ach, sie hilft mir tatsächlich. Ja. Geil. Sie hat die ganze Geschichte im Rucksack eigentlich. Wirklich, sie hat richtig Bock. Sie wollte schon immer Detektivin sein. Die Animation von ihr finde ich auch. Wunderschön, ja. Oh, sie sieht sehr anders haben aus Sie hier. Haben Sie ein Päckchen von Morlau in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Morlins Pass gezeigt? Naja, Pass. Ja, das hat er. Aber, also, wo liegt denn das Problem? Er ist nicht Morlin. Das ist eine völlig unwichtige Geschichte. Ja, Details. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Was? Ich bin das Gesetz. Ehrlich. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Piano. Einen Augenblick, bitte. Super. Herrlich. Ja, sie droht ihm einfach krass. Wissen Sie, so viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Piano. Stimmt. Voilà, Monsieur, les manuscrits du Monsieur Morlin. Oh. Wir haben sein Buch geklaut. Danke. Jetzt können wir reich werden. Wie wunderbar. Mhm. Eine anglo-amerikanische Allianz, die hauptsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben.
Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos Wohnung bin. Ach, da will er jetzt hin, okay. Ja, gute Entscheidung. Also jetzt hier nicht direkt irgendwie, hätte ich glaube ich genauso gehandhabt. Jetzt will ich tatsächlich nur noch eben der guten Lady Piemont nochmal das Streichholz-Dingsbums zeigen. Nur für die Vollständigkeit halber. Muss ich sie leider schon wieder in ihrem schönen Klavierspiel unterbrechen. Es tut mir leid. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Dieses Streichholzbriefchen habe ich in Moalas Schlafzimmer gefunden. Es stammt aus dem Club Alamut. Wenn man herausfinden könnte, ob das ein Club in Paris ist, wäre das sicherlich nützlich, George. Das haben wir auch gedacht. Mhm, stimmt. Was für ein wunderbarer alter Steinway. Oh, ein Steinway. Ich denke mir, dass die alte Dame an den Tasten wohl kaum ein Duett mit einer musikalischen Niete wie mir genießen würde. Nett. Okay, dann Telefon in die Hand und nun Nicole anrufen oder direkt zu ihr, was würdest du sagen? Geht beides. Ich würde sagen Telefon und als Tipp zeig nochmal das Pergament an hier unseren unseren Nobelpreisprofessor. Ach, das Pergament, also das Manuskript, was wir eigentlich erst später öffnen wollen. Ja, zeig ihm das einfach mal. Okay. Die alte Handschrift, die Kahn von Plantard gestohlen hat. Ah, ja, das okay. Jetzt erstmal ja, das wollte ich nur mal hören, was er dazu sagt, genau. Und schon wieder. Hallo. Haben Sie schon jemals diese alte Schriftrolle gesehen? Sie wissen, was das ist, nicht wahr? Sie befinden sich in großer Gefahr. Geben Sie die Schriftrolle zurück und gehen Sie. Oh krass. Was ist denn los? Mehr kann ich nicht sagen. Mhm. Das kann man leicht verpassen, deswegen dachte ich... Ah ja, das ist echt gut, ja. Gut, dann gebe ich die mal schnell wieder zurück am besten, ne? Ja, gut, jetzt ist Sache eigentlich, ja. So, dann rufe ich mal durch. Was würde passieren, wenn du sie ihm jetzt einfach so gegeben hättest? Hätte er sich dann... Wäre er jetzt ja in Gefahr. Stimmt, ja, einfach so hingeworfen. So, ja. Oh, sie haben sie jetzt, hahaha. Guck mal! Kahn, Kahn! Hi, George hier. Geht es dir gut? Ja, ausgezeichnet. Hey, ich habe etwas Unglaubliches, was ich dir zeigen muss. Ach ja, was denn? Eine Überraschung. Ich mag keine Geheimnisse, George. Klingt richtig shady. Ja, wirklich. Sagen, aber ich komme bald und zeige es dir. Oh Gott. Hör auf, George! Heieiei. Jetzt schließt sie schon mal die Tür von innen ab. Ja, genau. Oh, damn, warum musste ich an den geraten? Ja. Ich einfach mein Foto vorlaufen. Ja, ich könnte nochmal, wenn die da noch stehen, natürlich den anderen beiden dann noch was zeigen. Aber macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Oha. Was wollen die jetzt? Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müssen. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Shit. Hey, lass das. Finger weg, du Riesenaffe. Das hilft. Ja, wirklich. Nein! Ist es das, was du suchst, Guido? Nein! Sieh, das ist es. Ich kann alles erklären. Naja, fast alles. Zu spät. Sie werden sich jetzt als Fischfutter betätigen. Oha. Ich bin allergisch gegen Fisch. Ich kriege überall rote Punkte, wenn ich Thunfisch esse. Los jetzt. Ach so, ja dann. Dann. Etwas später. Oh Gott. Nein, wirklich. Oh geil. Schau an, und damit haben wir unser erstes Game Over, wo ich nicht wusste, ob das Spiel überhaupt so funktioniert, dass es sowas gibt. Gibt es. Verstehe, cool, finde ich eher geil, weil, ja, das zeigt ja, so sollte man nicht vorgehen und es gibt wohl einen Plan B und ich habe auch noch schon eine Idee. Mhm, und ich bin gespannt. Die will ich jetzt direkt mal umsetzen. Diesen Plan B zu sehen. Genau. Jetzt hoffentlich wird es uns dann besser ergehen. Vielleicht wollte ich deiner Reimstruktur anknüpfen. Sehr schön. Was ich mich jetzt noch frage, vielleicht weißt du das besser, wo er zuletzt gespeichert hat dann? Es gibt so einen automatischen Speicherrhythmus. Ich habe den auch noch nicht ganz durchblickt. Also du hast auf jeden Fall das Manuskript. Ich vermute mal, du wirst noch nicht mit dem Professor... Das glaube ich halt irgendwie auch. Dann würde ich das nämlich irgendwie der Vollständigkeit halber nochmal machen. Ich weiß natürlich nicht, ob das einen Unterschied macht.
Oh, jetzt habe ich Arceus falsch gemacht. Ja, aber genau, weil ich es nicht weiß, würde ich es mal eben machen. Und schon wieder. Hallo. Jetzt habe ich ihm nichts gegeben. Jetzt rede ich einfach wieder nur mit ihm. Ach doch. Kannst du ja auch jetzt über die Item... Ach ja, so, Sie schon so geht das schon. Diese alte Schriftrolle gesehen? Sie wissen, was das ist, nicht wahr? Sie befinden sich in großer Gefahr. Geben Sie die Schriftrolle zurück und gehen Sie. Was ist denn los? Mehr kann ich nicht sagen. Na gut. Dann, willst du nur spaßhalber noch versuchen, den Schlüssel zurückzubringen? Ah, das könnte gehen, meinst du? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ja, das ist eine gute Idee. Finde ich ganz cool. Ich bin einfach gespannt, was er sagt. Hier, ihm jetzt. Ja, einfach direkt. Oh ja, weil ich ihn ja geklaut habe. Ja, genau. Klar. Das ist schon witzig. Ja, machen wir mal. Ist einfach nochmal Game Over. Es wäre auch witzig, ja. Guck mal. Knast. Was jetzt, Monsieur? Kennen Sie diesen Schlüssel? Er ist Eigentum des Hotels. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in Ihre Tasche gefunden hat? Würden Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non, Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Das ist herrlich. Wenn es hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Fécond es unter Garantie rausgebetet. Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben. Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten. Der ist jetzt richtig überzeugt, seit die Lady für uns eingestanden ja, ist. Ja, der hat auch keine Lust mehr, noch ein drittes Mal überfahren zu werden. Ja, herrlich. Ich rufe sie jetzt auch noch einmal an, um das Gespräch einmal gemacht zu haben. Ah, ja. Und dann speichere ich mal manuell, falls mir was Blödes passiert, damit wir hier nicht immer alles wiederholen müssen. Aber das ist so wichtig für mein Herz, ja, das Completion ist, dass man dann irgendwie diese Schritte auch alle im Safe hat, sozusagen. Ja. 100%. Hi, George hier. Geht es dir gut? Ja, ausgezeichnet. Aber sowas kann man, glaube ich, auch überspringen, oder? Ja, ja, kannst du mit einmal Mausklicken. Genau, einmal Mausklicken. Ja, weil das haben wir ja gehört. Ich wollte es ja nur der Vollständigkeit halber. Sehr gut, dann mache ich mal kurz ein Save. Spiel speichern. Oh, kann ich eigentlich mal einen neuen machen? Oder soll ich den überspeichern? Das darfst du dir aussuchen. Aber mal einen neuen. Achso, ja, ich glaube, es ist auch gut, dass du gerade nicht den zweiten überspeichert hast, weil das ist der, mit dem ich mich auf den Game Talk vorbereitet hatte. Ah, ja, verstehe, okay. Also ich brauche den nicht mehr unbedingt, ja. Aber trotzdem. Okay. Da habe ich richtig gespeedrunnt. 2:18 habe ich krass. So viel, die Hälfte des Spiels. Um da halt das Remake irgendwie genau. Ein bisschen besser bewerten zu können. Das war auch schon, ne? Ist wahrscheinlich schon online. Ja, heute Morgen, Aufzeichnungstag ist jetzt Dienstag, der... Erste? Zweite? Was ist denn heute? Erste. Ist der erste. Ja. Dienstag, der erste Aufzeichnungstag. Heute Morgen war die Game Talk-Aufnahme. Ah, ja. Vor ungefähr 2 Stunden ist er erschienen. Okay, dann könnt ihr bereits reingucken. Genau. Dann gehen wir doch hier mal. Also, genau, ich hätte jetzt versucht, habe ich mir ja noch gar nicht mit dir geteilt, da nochmal reinzugehen. Die und. Tür ist verschlossen. Achso, den Schlüssel brauche ich wieder. Den haben wir nicht abgegeben. Achso, kann ich. Oder warte mal, ich will mal kurz gucken. Kann ich mal einfach hier rein? Weil... Die Tür ist verschlossen. Ich frage mich auch ein bisschen, wie das funktioniert, weil das ist ja schon noch ein haptischer Schlüssel, nicht sowas Elektronisches. Eben. Das aber ist echt komisch. Egal. Genau, weil ich wollte halt nochmal durchs Fenster und dann wenigstens gucken, ob es irgendeinen Weg gibt, dieses Pergament vielleicht in den Hof zu werfen oder in diese Gasse. Und dann gehe ich trotzdem aus der Tür raus, weil ich glaube, da kann ich schlecht runterklettern. Oh, warte, bevor ich rausgehe, wollte ich eigentlich versuchen, das erstmal mit dem Fenster zu kombinieren, aber jetzt mache ich es halt so rum. Da hängt dieser Batman. So, weil jetzt könnte ich ja, hier gibt es ja immerhin so einen Punkt, Gasse, und dann kann ich ja... Dass meine Schienbeine meinen Ohren guten Tag sagen. Du hast das Inventar nicht getroffen. Mama Stoppert hat aber keine Selbstmordkandidaten auf. Verstehe. Ach, hier finde ich die Musik irgendwie gut. Also, es ist nicht viel Soundtrack, aber die Stücke funktionieren immer sehr, sehr gut. Sam mag es auch sehr, sehr gern. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Ja. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen so draußen in die Hände fällt. Bitte wirf nicht in den Gulli. Das ist halt da wirklich so... Knapp. Okay, es liegt. Super, dann gehen wir da rein. Ja, genau. Das der Adler ist gelandet. War wahrscheinlich die Lösung. Jetzt können wir uns munter durchsuchen lassen, wobei sie trotzdem Strange and Stuff bei uns finden werden. Das, wenn sie dir jetzt das Taschentuch klauen, was machst du dann? Dann wäre ich super traurig. Sofortiger Let's Play-Abbruch. Das ist ja alles keinen Sinn mehr, Leute.
Ja, dann hast du ja auch nicht mehr was zum Tränen trocknen. Das kann ich schon alles nachvollziehen. Ja, wirklich. Das geht, das ist wirklich an der Existenz. So, schauen wir mal, was sie jetzt sagen, nachdem sie uns durchsuchen. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuche Ihr Flat. Darauf kannst du dich verlassen. Oh, die Musik ist doch cool. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Nein. Wie bitte? Ich sollte ja. euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Oha. Soll ich Ihnen die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flip. Geil. Das ist halt tatsächlich die Mafia. Also, ja. War nicht nur eine doofe Vermutung. Ja, ich frage die jetzt mal am besten nicht zu meinen anderen Gegenständen. Das finde ich recht verräterisch, denen diese beiden Sachen zu zeigen. Also du kannst es machen. Ja, da passiert nichts, das weißt du schon. Ja, ja. Dann würde ich es vielleicht doch gern machen. Ja, mach ruhig. Ja, weil ich will zumindest hören, was sie dazu sagen. Finde ich spannend. Lass mal den Kollegen hier. Hey, Kleiner. Kleiner. Also, super Idee. Wie und ach so, da passiert nichts, oder? Dein Trick hat mich nicht beeindruckt, Kleiner. Ich weiß zwar nicht, was du suchst, aber du suchst es beim falschen Mann. Kleiner. Vielleicht verbreitest du das mal auf der Straße. George Stobbart ist an dem Fall dran. Das ist Stobbart. Zwei B's oh und zwei T's. Ich finde mir das doch nicht so sicher. Beeindruckend. Aber das Wiesel scheint meinen Enthusiasmus nicht zu teilen. Trotzdem, er wird es sich jetzt zweimal überlegen, bevor er mich kaltblütig auf offener Straße erschießen würde. Oh, weiß ich nicht. Mir gefällt dein Ton nicht. Oh yeah? Und was willst du dagegen unternehmen? Wenn du nicht abhaust, werde ich dich kaltblütig auf offener erschießen. Genau hier. Ohne es mir zweimal zu überlegen. Kennst du jemanden, der Moala heißt? Nein. Das ist ja herrlich. Ach, ist das toll. Ja, ich verstehe, warum du die Dialoge magst. Das ist ja super. Und jetzt auch nochmal das hier. Ach, toll. Hey, Kleiner. Hey, Kleiner ist eh das Beste bei dem Typen, ey. Dein Trick hat mich nicht beeindruckt, Kleiner. Nochmal die ganze Chance. Ach so. Vielleicht verbreitest hab ich du auch nicht gedacht. Okay, stop. Na gut. Trotzdem. Mir gefällt. Oh je. Yeah. Wenn du nicht ohne. Das wusste ich nicht mehr. Es ist. Oh, jetzt hat er was Neues gesagt, tatsächlich mit dem Streichholz. Aber egal, ich glaube, wir haben keinen krassen Hinweis. Er hat sowas gesagt, wie sollte mir das was sagen? Ja, irgendwie so. Und ich glaube, er jetzt grunzt heute. Wahrscheinlich oder? Auch nur ein kleines Geräusch. Aber ich kann es auch nicht unversucht lassen. Nee, ja? Findest du nicht, dass du mir ein paar Erklärungen schuldest? Hä? Ich bin amerikanischer Staatsbürger und ein freundschaftlicher Besucher dieses Landes. Was zum Geil... Du kannst mich doch nicht einfach auf der Straße zusammenschlagen und dann auch noch erwarten, dass du dich anschließend einfach so aus dem Staub machen kannst. Und schon länger für weniger bist überfallen. Du blöd, Mann. Das wäre noch so ein Satz gewesen. Herrlich. Haben wir das eigentlich beim letzten Mal gelesen? Ich erinnere mich nicht. Ich glaube schon. Ich gucke noch einmal drauf. Wobei, nee. er kann ja auch gar kein Französisch. Stimmt. Auf dem Schild sind die Preise der Ah ja, Zimmer das hatten wir. Mann, ist das vielleicht der teuer. Der Killer muss ganz schön üppig. Genau, ja, das hatten wir schon gehört. Gut, ich glaube, der sagt auch bei der Streichholzschachtel quasi das Gleiche. Die helfen dir nicht wirklich. Genau, deswegen gehe ich mal weiter. Jetzt haben wir es versucht und holen uns unser Pergament. Hier liegt das. Das darfst du wirklich nicht erzählen. Vor der nächsten, bei der internationalen Archäologietagung. Werden Sie eine herbe Enttäuschung erleben. Nee, stimmt. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Verstehe ich. Achso, das wird jetzt direkt automatisch. Ja, damit du mich auch keinen Quatsch machst und das jetzt Guido Flap zeigst. Verstehe. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden das habe. Das macht Sinn. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm. Seine Unterhose. Eine mittelalterliche Handschrift. Khan hat sie im Safe des Ubu hinterlassen. Es ist unglaublich. Hat er sie Plantar weggenommen? Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet. Schau mal. Zwei Typen auf einem und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Ermittelt das. Und was ist damit? Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Ja, das heißt ein Creed. Ritter, die sich ein Pferd teilen.
Ich hab's platiniert, Nicole. Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Mhm. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb. Okay. Dieser Typ Hugues de Bayon erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Oh. Auch in so altem Mittelalterstil. Das gab's früher nicht. Doch, also, aber man kann es nicht das Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchs im Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz des Templerordens wurde nie gefunden. Hm. Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Wenn es jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Ist das ein Jahr? Wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Ah, Moment, Moment! Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur. Du lässt sie besser hier in Sicherheit. Denk daran, George, dass ein Mensch schon dafür sterben musste, wie du selbst gesagt hast. Außerdem ist das Pergament brüchig. Okay, okay, das hat mich überzeugt. Du kannst es hier behalten. Ganz kurz dazwischen. Ja. Als ich das damals gespielt habe, kam es zu dem glücklichen Zufall, dass der Podcast, den ich verfolge, rund um geschichtliche Ereignisse, Geschichten aus der Geschichte, kennen sicherlich einige von euch da draußen auch, die haben genau in dieser Zeit eine Folge zum Templerorden veröffentlicht, in der ein paar der Bestandteile, die wir da gerade gehört haben, auch Thema gewesen sind. Aufstieg und Fall des Templerordens. Die. Also ich weiß relativ random ganz gut seitdem über Templer Bescheid. Ja. Und was wir da gerade gehört haben, ist im Großen und Ganzen auch völlig korrekt. Also Schatz des Templerordens ist so eine Sache. Der Wohlstand beruhte ab einem gewissen Zeitpunkt mehr eigentlich auf Ländereien, denn auf wirklichen Reichtümern. Das habe ich mir noch so gemerkt. Und ich glaube, das war auch viel mehr ein Problem für Philipp den Schönen. Also einerseits war es der Einfluss, der war eh mit der katholischen Kirche nicht so top in Schuss. Ja. Achso, ich weiß gar nicht, vielleicht... Doch, doch, das weiß ich auch. Ein bisschen kenne ich mich damit auch aus, ja. Aber gut, dass du die Facts nochmal... Dann vielleicht auch, also um das kurz zu Ende zu führen, vielleicht für euch da draußen oder so. Ja. Das war noch ein Aspekt, den ich dazu hinzufügen wollte. Und das grundlegende Geschäftsmodell war eigentlich auch, das war so genial, so Schuldscheine. Also das quasi, du musstest nicht das Geld zu den Templern vor Ort in Jerusalem bringen und damit deren Dienste einkaufen, sondern du konntest in Europa sagen, hier ist Geld YZ, ich möchte eine sichere Passage nach Jerusalem, und dann hat das quasi bei den Templern dafür gesorgt, dass die eben aufgepasst haben. Ah, Den Einfluss, den sie auf dem Weg hatten, aber auch einfach dadurch, dass sie dadurch bestimmte Streckenabschnitte sichern konnten und so weiter und so fort. Also das war ein bisschen der Hintergrund. Natürlich, nach Jerusalem fahren war damals so das, was du machen solltest als guter Christ. Ja, auf jeden Fall. Und dieser Templerschatz ist ja quasi der absolute Mythos. Also, ja, der hat ja schon Nick Cage gejagt. Ja, oder? Möglich. Also es gibt super viele Filme, eben Assassin's Creed beschäftigt sich damit im Großen und Ganzen auch irgendwo immer mal wieder. Deswegen, also tausendmal irgendwo als Grundlage genommen, weil so Legenden sind natürlich immer super spannend. Ich glaube aber tatsächlich, da hat man ja nie was gefunden. Also, ich glaube, den gab es, wie gesagt. Den gab es vielleicht auch nicht, eben. Ein reiner Mythos vielleicht auch. So. Ja, also wer weiß, vielleicht seht ihr das im Jahre 2140. Das wäre cool, und dann ist er gefunden schon. Dann ist er gefunden, und ihr wisst, es war ganz einfach. Er lag die ganze Zeit
bei George Stobbart eben. Ja, genau. Sehr gut. Dann ist es klar. Ja. Aber ich meine, dass es halt, das ist dieser Mythos, weil dieser Orden eben auch so spektakulär untergegangen ist. Ja. Und der Reichtum in Ländereien natürlich ist so schwer zu beziffern. Mhm. Und so hielt sich das dann eher zu sagen, ja, da gab es bestimmt irgendwo was Geheimes, Verstautes. Ja. Ja, Geschichten aus der Geschichte. Das ist eine sehr schön. Das behandelt, kann ich sehr empfehlen. Ja, toller Podcast. Habe ich auch schon mal reingehört. So, den Koffer können wir ja noch zeigen. Ich habe Plantards Aktentasche im Hotelzimmer des Killers gefunden. Sie war natürlich leer. Ja gut. Okay. Achso, aber darüber können wir auch nochmal mit ihr reden, weil das ist ja gar nicht das Zeigen, hier ist ja das Reden. Beziehungsweise ich glaube, dann wird sie wieder aufgefächert und du kannst sie den gleich nochmal angucken, was aber auch nicht, cool, nicht schlecht ist. Aber nur, dass du es weißt, dass du es vielleicht am Ende eher machst, ja, weil sonst musst du ja wieder raus aus der Ebene. Stimmt, und so. Das denke ich erstmal hier. Das habe ich im Zimmer des Killers gefunden. Den Sachen vor. Was ist es? Eine Kreditkarte? Ja, das wäre ein Ausweis von Thomas Moala von Grüber Electronic. Nie von ihm gehört. Auch nicht von der Firma. Das klingt eher so deutsch. Die Gröber Elektronik. Dieses Streichholzbriefchen habe ich im Hotelzimmer des Killers gefunden. Es ist aus dem Club Alamut. Nie davon gehört. Steht etwas drin? Nein. Was erwartest du denn? In einem Film käme an dieser Stelle eine weitere Spur. Ja. Ein Name oder eine Adresse. Genau. Das ist nutzlos. Es sind noch nicht einmal Streichhölzer mehr drin. Das ist aber auch ein bisschen. Oh, naja. Ich behalte es als Souvenir. Ja, aber schön gesagt, weil bei L.A. Noire gibt es einen Fall, da ist es genau so. Mhm. Mit dieser Streichholzschachtel, da steht da was drin und so. Also es ist schon der Klassiker auf jeden Fall. Ja, aber das wäre vielleicht des Guten zu viel gewesen, nachdem auf der Zeitung schon der Hinweis stand. Ja, aber ja, eigentlich hast du natürlich recht, ja. Das habe ich dir bestimmt schon mal gezeigt. Habe ich dir das Papiertaschentuch schon gezeigt? Gute Frage. Ja, George, ich habe dich doch gebeten, es wegzuwerfen. Ja. Die meckert schon mit uns. Schöne Antwort. Ja, so, ist schon verscherzt. Ja, wirklich. Die übliche Distanz. Was tust du, damit der Killerclown aufgespürt wird? Oh. Nachforschungen, George. Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches? Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte. Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden? Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste Waffe ein. Was ist das? Geduld. Davon habe ich schon gehört. Ist das nicht ein Ersatz für klares Denken? Aber warum? Der war doch der Mega-Mobber früher in der Highschool. Also, kannst du mir nicht erzählen. Captain des Wasserball-Teams. Aber wirklich, also er liebt es wirklich irgendwie rein zu provozieren bei den Leuten. Das ist ja wirklich sagenhaft. Aber noch auf so eine semi-subtile Art. Ja. Also ich glaube, er denkt, dass es subtiler ist, als es eigentlich ist, aber es ist trotzdem auch nicht komplett beleidigend sofort. Ja. Es ist irgendwas dazwischen. So pseudoklug. Ja, ja, total. Hast du noch etwas über die Morde herausgefunden? Vielleicht ist das nicht wichtig, aber beide Opfer haben dieses Jahr Paris besucht. Wann? In der zweiten Juliwoche. Sie waren beide zur selben Zeit hier. Haben sie sich getroffen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Muster sind immer gut. Können wir mal dranbleiben, Hinterkopf behalten. Schauen wir uns die Schriftrolle mal genauer an. Ja, jetzt kann ich hier nochmal gucken. Machen wir das nochmal? No. Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe. Wir haben es noch nicht mal versucht. Ja. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Puh. Ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weit gefehlt. André ist nicht der stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Den Typen, der gerade noch Indiana Jones vorgestellt hat. Im Museum von Croon. Ich gebe dir die Adresse. Okay, cool. Oh, jetzt kann ich hier einzelne Passagen untersuchen. Genau, also die vier Bildbereiche. Genau, machen wir das doch mal. Ich würde gerne links oben anfangen. Das ist doch dann hier. Ja. Ganz rechts, okay. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, stimmt, aber auch nur zur Hälfte. Naja. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal, wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Ja. Er hat wirklich eigentlich immer nur Scheiß beizutragen. Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Aber es ist herrlich, herrlich unterhaltsam. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Oder eine Steppdecke. Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. Das ist die Seestadt aus dem Hobbit. Ah. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea
Lux Videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Mhm. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Hättest du das auch so übersetzt? Das hätte ich tatsächlich so übersetzt. Sehr schön. Das hätte ich, naja, so halb noch hinbekommen. Das daneben ist übrigens, da steht Ave Maria Gratia Plena. Hier, oder was? Ja. Und da fehlen mir leider Gratia und Plena im Wortschatz. Hm. Aber das kann eigentlich auch nicht so schwer sein. Vielleicht kriege ich das nochmal irgendwie hin. Naja, Gratia muss doch sowas in die Dankesrichtung sein, oder? Oder ja. Klanglich ist das ja schon häufig nah beieinander zu italienischen Sachen auch. Also ich habe kein Latinum, deswegen nehme ich... Ja, es kann also Gratia Plena, es wäre also Ave Maria, ne, die Anbetung Maria und dann sowas wie dir sei mein Dank oder so. Ja, irgendwie sowas könnte sein, ja. Plena, keine Ahnung. Ich meine Plena... Plenum, denke ich direkt dran. Das, ja, der... ja, Gratia Plena, der Dank aller oder der... Sowas könnte sein, ja, ja. Oder dir gebührt aller Dank, aber eigentlich da fehlt was. Also um so einen komplexen Satz zu bilden. Verstehe, okay. Ich, aber da können natürlich am Ende begründen alle alles mit Ablativ. Also wir finden das raus. Ja. Ja, ich bin da eh raus. Ich habe jetzt einfach auch nur, wie es klingt für mich und da so versucht zu übersetzen. Da ist man nämlich manchmal näher dran, als man vorher so denkt bei Latein. Habe ich schon viele Erfolgserlebnisse mit gehabt. Aber ich fand es fast ein bisschen schade, weil wenn man schon so ein Latinum gemacht hat, ist ja eigentlich fast doof, dass er es jetzt direkt übersetzt hat, weil er hätte zu mir sagen können, ich verstehe es, ich pass auf. Ja, nee, aber das, also was die meisten Menschen, die Latein hatten, ein, zumindest meiner Erfahrung nach, ist, dass die alle sagen, nee, das ist überhaupt nicht mehr vorhanden und bei den anderen Menschen ist es auch. Naja, klar. Also ich bin auch so ein Fall. Mhm, verstehe, okay. Dann das Letzte. Mhm. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild, aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte, Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Das fand ich übrigens super cool. Ja. Aber ob das damit gemeint ist, dieses Märchen mit Spiegeln, Spiegeln an der Wand, ich weiß ja nicht, George, ich weiß ja nicht. Aber muss man jetzt mal sagen, das war Nikos unsinniger Einwurf. Ja, doch, stimmt, ja, hast du recht, ja, war eher sie. Gut, aber ich glaube, damit haben wir die Nummer hier erstmal abgesucht und könnten ja mal... Zu dem Museum. Genau, weil die Nummer haben wir eigentlich. Ja, du kannst halt die Karte vielleicht immer wieder auf ja, im Grund ist ja auch, nicht. Ja, ist ja auch cool. Das wird dir sicherlich weiterhelfen, George. Nice. Ist das ein Diss gewesen? Wenn du mal ein Museum besuchst, das wird dir sicherlich weiterhelfen. Ja, stimmt. Ja, geht auch automatisch, alles klar. Ja, ich glaube, hier in dem Apartment kannst du dich leider nie umgucken. Ja, okay. Ja, warum auch? Macht ja nicht viel Sinn, das zu durchsuchen. Ja, fair. Entschuldigung für den Rülpser. Das hast du dir aber gut abgefangen. Wenn ich habe den nach innen kommen lassen. Meldet sich nachher unten. Ja, es geziemt sich nicht so, das ins Mikro zu rülpsen. So, ja, muss ich jetzt gerade nicht mit der nochmal reden. Kennen Sie diesen Ausweis und so? Weiß nicht, ob es das gerade braucht. vielleicht später nochmal. Wir gehen erstmal auf die Weltkarte, würde ich sagen. Und kommst nachher würde ich mit so einem Weihnachtsmann großen Sack ja, genau. alles einmal abfangen. Passen Sie auf, ich habe 100 neue Gegenstände. Was halten Sie hiervon? Was halten Sie davon? Herrlich. So, jetzt ist natürlich, ach so, guck mal, die Sachen, wo wir auch nichts mehr finden können, sind dann auch ausgegraut und anscheinend können wir da noch nicht mal hin zurück, oder was? Was fast schade ist, ich hätte gerne nochmal die Klavierlady besucht, die Frau Piemont. Das kann ich mir auch nur merken wegen Moncherie, die Piemont-Kirsche aus der Werbung. Oh. Daher kenne ich dieses Wort und damit habe ich es verknüpft. Mich auch direkt gewundert, weil sie ist ja anscheinend eigentlich eher Britin, hat aber irgendwie so einen französischen Nachnamen. Ja. Also... Ja, naja, aber ich meine, es gab ja die kurze zeitliche Epoche oder nicht, wo die Briten auch Teile des französischen Festlands beherrscht haben. Das ist sie in der Zeit quasi, dann ist der Name als britische Lordschaft irgendwie so mal rüber geheiratet und so, auch im Kolonialismus natürlich. Ja, gut. Im Endeffekt haben die sich da wahrscheinlich an vielen Küsten auch mal begegnet und einen Handschlag gegeben nach dem Raubzug. Handschlag. Ja. Und da gab es Kinder, man kennt das. Ja, genau, da war ich verwunden, Kinder erzeugt, exakt. So, hier können wir hin. Da waren wir übrigens noch nie bei der Polizeistation. Stimmt.
Da kann ich interessanterweise, da sind wir gerade, aber hier kann ich hin zurück, das wusste ich auch nicht, aber du hast ja schon gesagt, zumindest beim letzten Mal, einziges, was sich verändert hat, ist, dass das Café jetzt verrammelt ist. Ja. Würde ich so ein bisschen, wenn wir Clueless unterwegs sind, mal besuchen, weil gerade haben wir ja eigentlich eine klare Adresse, dann würde ich da auch zuerst hin tatsächlich. Ja, das würde ich auch empfehlen. Hey du, du. Du. Ja, du. Und du. Und du auch. Und du auch. Ja, du. Ich muss schon ablesen, ist peinlich. Danke. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Gracias. Wir alle von den Rocket Beans wollten uns bei dir bedanken. Denn dank deiner Unterstützung können wir das machen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, dir Spaß zu machen. Ja, recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wirklich, danke. Merci. Спасибо. Arigato. Efratistopoli. Was willst du, dass ich sage? Vielen Dank. Auch von uns. Und von uns. Und von uns. Vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du... Du? Ja, du im RBSC bist. Vielen Dank, dass du im RBSC bist. Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so. Danke. War ja auch wieder ein toller Screen. Das sieht schön aus, ja. So. Hier nur kurz vergleichen. Ist auch damals schon schön gewesen. Ja, wirklich, ja, muss ich sagen. Toll. Dann kann ich hier drumherum. Links gibt es noch was, wenn ich mich nicht irre. Ah ja, tatsächlich, Fenster. Ich habe nicht gesagt, dass es da viel gibt. Ja. Durch das schmutzige Glas kann ich mehrere große Schatten in einem düsteren Raum sehen. Aha. Ich habe keine Ahnung, worum es sich dabei wohl handeln könnte. Ich überlege, ob ich meine Faust durch das Glas donnern, das Fenster aufreißen und dann triumphierend ins Gebäude springen sollte. Doch dann denke ich, nein, das ist doof. Das ist außerdem doof. Könnte ich mir wehtun. Schön. Toll. Ach, hier ist auch noch was im Gebüsch. Büschel. Okay. Herrlich. Er will irgendwie ein Actionheld sein, ist es aber nicht so richtig. Die hinteren und seitlichen Teile des Museumsbaus sind durch dichte Büsche blockiert. Ein echter Macho-Typ hätte sich voll in die stacheligen, kratzigen Büsche geworfen. Ich nicht. Ich glaube, das ist auch wieder so diese Idee von Charles, des amerikanischen Hirn, ne? Das glaube ich auch. Von Hollywood und Actionstreifen völlig zernarbt. Er ist halt quasi als Bruce Willis sozialisiert, aber er ist halt immer noch George Stauber. Ja, genau. Das ist eigentlich ein schönes Spektrum so. Ja. Wo sind sie einzuordnen, wie ihre Risikobereitschaft ist? Ja, genau. Also George Stauber oder er Bruce Willis? Ja, stimmt. Ach, schön. Rein da. War aber gemächlich. Hat er ein bisschen gebraucht, ja. Er war vertieft in die Büsche. Man kennt sich das doch, wenn der Blick sich so verliert und man so auf sowas drauf starrt und nur in seinen Gedanken ist. Das hat er ja gerade. Aber auch bei so wehenden Blättern geht das schnell. Da ist das schön, ja, muss ich sagen. So, hier gibt's einen Wachmann. Das gefällt mir schon mal nicht so, weil wir müssen hier bestimmt wieder irgendwas klauen. Er ist aufgeblasen und hat diese kalten Augen, die niemals zu zwinkern scheinen. Herrlich, schon in seinen Gedanken wird der Mensch ein bisschen abgewertet. Ich will ihn direkt mal ansprechen. Oui, Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh nein, wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Ja, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Naja, ist gar nicht da, oder was? Okay, aber kennen Sie schon dieses Taschentuch? Was halten Sie von diesem Taschentuch? Absolut eklig, Monsieur. Ich lieb's. Selten hat es aber jemand so drastisch ausgedrückt. Wirklich, ja, er hat mal eigentlich die sehr realistische, korrekte Antwort auch dazu gegeben. Wobei ich auch schon mochte, irgendjemand hat auch gesagt, warum zeigen Sie mir das? Ja. Weil das hätte ich auch tatsächlich gesagt. Ja, stimmt, beide Aspekte sind sehr wahr. Ja, aber vielleicht war ja Kahn mal hier und vielleicht erkennt der gute Herr den. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Schade. Sollte ich ihn kennen? Vermutlich nicht.
Er ist ein berüchtigter Dieb. So, ich weiß nicht. Na, mehr sogar. Ja. Mörder, stimmt. Ein Lebensdieb. Ja, das ist ein schöner Ausdruck für Mörder. Habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Versuch mal darauf vor Gericht zu plädieren. Ja, wirklich. Das war nur Diebstahl. Ja, genau. Frage ich ihn auch das mal. Vielleicht kennt er sich ein bisschen aus. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter. Schade. Auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Okay. Übrigens sehr interessant, wenn man hier umschaltet, finde ich, wie anders dieses, also hier steht jetzt so eine Art Sphinx-ähnliche Steinstatue und hier war es noch so eine goldene oder Messing oder was auch immer für Material. Erinnert mich auch an irgendeine ägyptische Person oder so von Kleopatra. Kleopatra vielleicht sogar. Oder Osiris, glaube ich, gibt es auch manchmal. Ja. In so einer Darstellung. Genau, also eine sehr andere Entscheidung einfach getroffen. Iris? Ach Gott, ich weiß nicht. Ich verwechsel bei Osiris. Also bei Stargate, glaube ich, ist Osiris. Wählten weiblichen würde es aber eigentlich ein männlicher Goa'uld. Das heißt, es müsste noch die Partnerin von Osiris, glaube ich, das. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt in der Mythologie von Ägypten. Verstehe. Glaube ich nicht. Nee. Ist aber auch nicht schlimm. Ich finde den Screen übrigens im alten fast noch ein bisschen schöner. Yeah. Diese Farbgebung mag das ich sehr stimmt. gerne. Aber ist wirklich minimal. Ja, es sieht aber gemütlich und einladender aus und auch irgendwie altertümlicher. Ja, also das ist schon sehr kalt. Wobei tatsächlich, ich war in vielen Museen schon in Paris und die haben machen sich oft die alten Gebäude zunutze und die sind eben oft aus so einem Stein, haben so diese Ästhetik, das habe ich schon. Und das ist so schon fast ein Wohnzimmer eines Landhauses oder so, weißt du? Vielleicht wollten sie damit mehr den Pariser Ton nochmal treffen oder so. Es wirkt halt in der alten Grafik auch so ein bisschen verkorster dadurch. Ja, weil es eben diese Wohnzimmeratmosphäre hat. So dieses, es ist halt nicht der Louvre, sondern es ist wirklich explizit so ein kleines Großmuseum an der Seite. So ist der Eindruck, den ich finde. So, dann zeigen oder reden wir hier drüber, weil das haben wir eigentlich dabei. Reden wir da mal Wissen drüber. Sie etwas über die Tempelritter? Ja. Nein, Sir, nicht das Geringste. Schwach, okay. Gut. Dann zeige ich ihm das nicht alles. Ich glaube, das macht wirklich bei ihm jetzt nicht so viel Sinn. Kannst du dich auch ein gutes Stück umschauen. Stimmt. Aber ja, das kannst du mal machen. Das mache ich mal, vielleicht kennt er ja den Laden. Haben Sie jemals vom Club Alamut gehört? Oh nein, in solche Etablissements Moment. Wenn du noch nie davon gehört hast, weißt du ja nicht, welches Etablissement es ist. Aber ich kann ja auch, ich glaube, er post, oder? Also er hat ja gerade schon so ein bisschen, na, ich bin kein Gelehrter, aber ich weiß schon Dinge. Mhm. Ist eher so ein bisschen Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kenne ich nicht, aber da lehne ich ab. Total, weil ich weiß ja, was da los ist. Ja. Eine so. Statue aus dem alten Ägypten. Ich gehe mal von links nach rechts hier durch, damit wir nichts verpassen. Ein paar Sachen in puncto Kunst und Schönheit beibringen. Stimmt. Die Statue hat es echt nicht verdient, von so einem Banausen wie mir herumgeschubst zu werden. Oh, es gibt eine Grenze. George Stobart hat eine Grenze. Wirklich, aber wieso? Er schubst sie ja auch gar nicht herum. Was redet er denn? Er kann wohl nicht anders. Ja. Ach, guck mal, das ist noch eine Vitrine. Ja. Ein an der Wand angebrachter Metallstab führt zum Fenster. Mhm, kann ich das direkt mal drücken? Flip. Der Stab dreht sich wie geölt und das Fenster über mir öffnet sich. Ja, das lasse ich mal offen. Das bringt uns vielleicht später nochmal was. Wer weiß. Es befindet sich ein Fenster. Das Fenster steht weit offen. Frische Luft ist auch immer gut. Ja, da kann ich nichts machen. Da die Vitrine noch. In der Vitrine ist eine Sammlung von Steinen ausgestellt. Sie haben zwar alle möglichen Formen und Farben, aber es sind trotzdem nur Steine. Darüber hängt ein Schild mit der Aufschrift Paläolithik. Ach, herrlich. George, der Mineralbanause. Mit der Hand reinzugreifen, als der Wächter gerade mal nicht hinsieht. Aber die Vitrine ist abgeschlossen. Mm. Naja, wie so ein Depp. Gut, dann kann ich das nicht offen lassen. Spannend. Oder vielleicht über einen anderen Weg, aber jetzt noch nicht. Tonscherben. In meinen Augen sehen sie wie zerbrochene Blumenvasen aus. Darüber hängt ein Schild mit der Aufschrift L'Âge Paläolithique.
Ich versuche mit der Hand reinzugreifen, als der Wächter gerade... Also das macht er dann immer, okay. Ich probiere es zwar jedes Mal, aber ich klick's weg, wenn er mir das gleich sagt. Silbermünzen. Silbermünzen. Auf jeder Münze der unteren Reihe ist ein Typ mit einer riesigen Nase abgebildet. Ich versuche... Ja, okay, da kommt wieder das. Ich bin sicher, ja. Also, ich da... Ist das jetzt ein Gag von wegen, er verwechselt Kleopatra? Also ich wüsste jetzt auch nicht, auf welchen Münzen Kleopatra gedruckt wäre, fairerweise, aber das ist jetzt die erste Person mit großer Nase, die mir einfällt. Ja. Bei Cäsar wird auch, glaube ich, ein recht großer Trick nachgesagt. Ja, vor allem hat Kleopatra eine sehr schöne Nase, wenn man da auch wieder auf Asterix zu sprechen kommt, Nase. Die alle immer so dahinschmelzen. Da hast du ihre Nase gesehen. Oh. Auch Miraculix redet nur über diese Nase und ach, das ist so schön. Ich versuche mit der Hand reinzugreifen. Achso, da sage ich mir das Gleiche. Ich schaue auf eine Sammlung von Werkzeugen mit Holzgriffen und angelaufenen Metallklingen. Messer, Meißel und Nägel sind in einem fächerförmigen Halbkreis angeordnet. Ich nehme an, dass Heimwerken wohl schon immer populär war. Genau, damals ging es um Heimwerken und DIY-Stuff. Das war deren Tonbaumarkt. Ja. das ist ja auch der legendäre Teil, wo Obelix die Nase der Sphinx abreißt und man sozusagen geschichtlich erfährt, warum sie denn heute so eine abgebrochene Nase hat. Das finde ich immer noch einen herrlichen Gag. Und dann gibt's vor allem der Folgegag ist noch viel besser. Da drum sind so Souvenirläden und dann hacken alle Souvenirverkäufer sofort die Nasen der kleinen Sphinx-Statuen ab, damit das die richtige, das richtige Souvenir darstellt. Super, super Gags. Okay, weiter geht's. Die Vase. Eine große Bronzevase. Diese ganz ersten Asterix sind wirklich klasse. Ja, die sind auch so gut gealtert. Alles immer noch gleich geil, weil es war eigentlich schon damals gute Satire, die auch heute noch funktioniert. Ja. So. Ja, ja. Also toll. Asterix als Legionär ein ist. Wandteppich mit einer Dame, super. Einem Löwen und einem Einhorn. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich die Dame den lieben langen Tag bewundern. Ich verstehe nicht ganz den Unterschied zwischen deiner Liebenswürdigkeit und meiner. Als er da die Truppen vermöbelt, ne? Als Asterix, weil er meint, du solltest liebenswürdig zu ihnen sein, damit wir hier schnell beim Militär aufgenommen werden. Ja. Und dann verliert auch Asterix die Geduld. Okay, ja, genial. Klasse. Ach, schön. Zurück übrigens zu den ersten beiden Vitrinen. War das, also ich kann kein Französisch, deswegen spreche ich es jetzt L-A-G, also L-H Paläontologie, also das Zeitalter der Paläontologie oder so. Aus. Das kann sein, ja. Ist das, ich meine, Paläontologie ist ja wirklich, das sind ja so Geoproben dann aus. Ja, das ist Dinosaurier. Genau, also die beschäftigen sich vor allem, glaube ich, mit der Ära. Richtig, richtig lange her. Vor dem Anthropozän, meine ich. Aber waren das denn geologische Proben oder passt das gar nicht, was ich jetzt verstanden habe? Das waren, lass uns noch mal kurz reinhören. Das war die daneben, glaube ich. Das, ach so, ich dachte, das die sind die Münzen. Ja? In der Vitrine liegen zwei. Silbermünzen, stimmt. Jeder Münze der Die war das dann, ne? Ja, genau. Die Vitrine enthält Tonschirm. In meinen Augen sehen sie wie zerbrochene Blumenvasen aus. Darüber hängt ein Schild mit der Aufschrift L'Âge Paläolithique. Oder die Paläontologie ist einfach nur das, der organische Teil der Archäologie. Also die Archäologie nimmt ja eben auch viel so Steinkram, Vasen und so. Und dass die sich dann mit den Knochen der Tiere, Menschen, whatever sie finden. Also weil ich habe das jetzt so dahin behauptet, weil ich es immer so wahrgenommen habe. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das richtig ist, wenn ich sage, die Paläontologie beschäftigt sich mit allem vor dem Anthropozän. Ich dachte eigentlich aber, dass es auch so wäre. Also einfach mein Guess, meine Wahrnehmung dieser Fachwissenschaft. Wir werden so viel lernen durch die Kommentare. Ich glaube auch, Folge. Bitte schreibt es unbedingt rein, wenn ihr es wisst. Ihr könnt natürlich auch irgendeinen Mist reinschreiben, aber vielleicht, wobei es würde uns tricksen. Denn ich würde das wahrscheinlich einfach glauben, weil meistens schreibt ihr recht gewissenhaft Stuff da rein, der dann auch so stimmt. Jetzt habe ich den Troll natürlich aktiviert, der wird jetzt auch da stehen. Irgend so ein totaler Bullshit. Das Zeug hat er von Papa. Der Wandteppich. Ein Wandteppich mit einer Dame, einem Löwen und einem Einhorn. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich die Dame den lieben langen Tag bewundern. Oha, er hat sich in das Antlitz dieser alten Schönheit verliebt. Ein so seltenes und wunderschönes Objekt zu berühren wäre barbarisch. Oh, da hat er mal richtig Respekt. Ja. Der Totempfahl sieht im Museum hier absolut fehl am Platz aus. Das ist doch wieder vorbei mit dem Respekt. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Hä? Wem hat er das gesagt? Der Wächter hat es zu dir gesagt. Ach so, aber das war doch George Stimme. Passen Sie doch auf. Nee, guck mal, Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Aber ich finde, das klingt genau wie George. Ja, es gibt... Spannend. Es gibt so ein paar Sprachfiles, die
eine ganz andere Qualität haben als die erste Aufzeichnungsrutsche. Mhm. Vielleicht, weil sie kurzfristig noch was eingefügt haben oder so. Ich meine, das hätten sie zwar nach besten Möglichkeiten für diesen Teil, also jetzt fürs Reforge nochmal aufgearbeitet, aber es wirkt trotzdem manchmal ein bisschen. Ja. Das habe ich auch im Internet schon ein paar Mal gesehen. Dreibein. Oh, das sagt uns ja was. In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter beschwert und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Ja, das passt ja auch. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Ihr seid... Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Zu zweit! Halt wirklich, tut mir leid, ich war so aufgeregt, ist aber auch schön. Ja. Aber, non, Monsieur, non. Kann ich nicht anfassen. Sie dürfen die Gegenstände nicht berühren. Mist. Tut mir leid. Na gut. So, hier haben wir noch den Sarkophag. Mhm. Ein alter ägyptischer Sarkophag, auf dessen Deckel ein wunderschön gemaltes Bild des Besitzers prangt. So, was macht man damit? Ist ja klar. Aufmachen. Er dreht sich ja gerade um. Lassen Sie die Finger davon. Ah. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Der Schrank vor allem. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Also er hat wirklich, geil. Er bewacht das, aber er hat keinen Plan. Es interessiert ihn auch nicht die Bohne. Eher nicht. Eine Skulptur aus dem alten Ägypten. Oh. Ich entweihe keine Gräber. Okay. Aber diesen Sarkophag, das ist ja schön. Aber Särge sind okay. Ja, das geht. Ja gut, aber ich glaube, ich kann hier nicht nach hinten, weil es sah für mich eben noch so aus, als könnte man dahinter laufen. Und jetzt geht's hier halt weiter, aber hier gibt's keinen Pfeil. Nö. Das heißt, ich glaube, wir sind hier tatsächlich fertig. Kannst du nur mit ihm sprechen, glaube ich. Und das mache ich nochmal, falls was Neues jetzt hinzugekommen ist natürlich. Aber ansonsten würde ich gehen. Ah ja, guck mal, ich kann tatsächlich ein paar Sachen hier ansprechen. Er weiß wahrscheinlich wieder nicht viel, aber ich frage ihn mal. Ah, das die Tonkrüge. Ja. Was können Sie mir über die Scherbensammlung erzählen? Das sind die Überreste von Töpfen, die die Ureinwohner von Paris benutzten. Mhm. Die Pariser Pottmenschen. Nee. Ja. Wann sind sie weggezogen? Vor 15.000 Jahren, Monsieur, verschwanden im Nebel der Zeit. Hatten nicht einmal Zeit, ihre Pötter einzupacken. Ja gut. Kannst du nochmal nachbohren? Ich versuch's. Ich dachte, die Ureinwohner von Paris wären ein Stamm gewesen, der als Parisii bekannt war. Das ist richtig, Monsieur. Waren berühmt für ihre Töpfe. Sehen Sie, in jenen Tagen besaßen die Leute nicht sehr viel. Ein paar Feuersteine, ein paar Tierhäute, vielleicht auch mal einen Knochen oder zwei. Und dann, als die Parisi mit ihren Pötten auftauchten, wollte natürlich jeder einen haben. Ich nehme an, dass das so eine Art Kaufrausch ausgelöst haben muss. Oh, wie, Sie haben den Markt total leergefegt. Ich will mehr wissen. Es geht weiter, ja. Sie haben keine Ahnung von diesen Töpfen. No, Monsieur. Schön. Sehr herrlich. Ach, toll. Die Dialoge sind wirklich das Key-Feature des Spiels, muss man sagen. Was können Sie mir über die Münzsammlung erzählen? Seltene Silbermünzen aus der Regierungszeit von Philipp dem Schönen. Mmh. Dieser kleine Schatz lag jahrhundertelang in einem Feld vor den Toren von Paris. Okay. Die Münzen sind einmalig. In ganz Europa wurde nichts Ähnliches gefunden. Ist ja wirklich so schön, dass man ihn vor die Tore vergraben hat, seinen Antlitz. Ja. Naja, gut. Aber wir können noch weiter über ihn reden, glaube ich. Wer war Philipp der Schöne? Das wissen Sie nicht. Philipp der Vierte, König von Frankreich. War das nicht der Typ, der die Tempelritter ausradiert hat? Keinen blassen Schimmer, Monsieur. Ich weiß nur, dass er König von Frankreich war. Ich weiß noch nicht mal, warum er Philipp der Schöne hieß. Wie wir uns hier komplett durch den Raum unterhalten, aber eben sollten wir leise sein. Ja. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Gott! Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Okay. Das bisschen Bildung, das ich besitze, verdanke ich meinem Onkel. Er war Optiker, hatte in seiner Freizeit aber auch die Lehrerstelle an der Dorfschule inne. Er hat mir das Alphabet beigebracht. Naja, 19 Buchstaben davon. Die unterste Linie auf dem Schaubild war so klein, dass nicht mal er sie lesen konnte. Also hat er sie einfach ausgelassen.
Oh Gott. Warum fangen Sie nicht nochmal an und gehen in die Abendschule? Ja, ja, das habe ich auch dran gedacht. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Meinen Sie, wenn ich viel lerne und alle Hausaufgaben mache, könnte ich Professor für Geschichte werden? In Ihrem Alter träumen Sie weiter. Oh. Ja, jetzt will mir das Herz vom Mitleid überfließen. Ja, also wirklich. Ich bin entschuldigt für die Gags über ihn. Ja, absolut. Und also da, selbst ihm hätte ich zugetraut, dass er mal sowas Sensibles, Nettes irgendwie sagt, aber... Nee, bei ihm ist doch noch nicht so weit. Nee, da muss er nochmal reindissen eigentlich. Träumen Sie weiter. Also können wirklich. Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. Was? Okay. Was ist so aufregend an John Dees Dreibein? Dee war der berühmteste Kontortionist des 16. Jahrhunderts, der Houdini seiner Zeit. Mhm. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontortionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen, kein Dreibein. Egal, was immer er war, auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Ich glaube, das stimmt auch nicht. Ja, ich glaube, wir kriegen nicht so super Informationen von ihm hier. Was für Experimente hat dieser John Dee mit seinem Dreibein gemacht? Och, das Übliche. Haben Sie in der Schule denn keine Chemie gehabt? Schon, aber wir haben Taumatologie übersprungen. Ich glaube, der kennt nur John Dee Rockefeller. Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte? Aus der Vitrine herausnehmen? Ah, no. Ja. Dieses Dreibein wird von einem raffinierten Überwachungssystem gesichert. Wie raffiniert? Eine ohrenbetäubend laute Klingel. Raffiniert. Ah, Klingel kann ich jetzt ansprechen. Wie wird die Alarmglocke ausgelöst? Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Mhm. Ach, ich kann noch weiterfragen. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert für Ihre Alarmanlage doch etwas gewagt ist. True. Sie hat bisher noch nie versagt. Die Raffinesse liegt in ihrer Einfachheit. Schön. So. Ja gut, dann... Achso, wer nach... Ja. Ihre Hilfe. Nee, kannst auch gehen. Ich hatte gedacht, vielleicht willst du nochmal nach Khan fragen, aber du musst nicht. Doch, das Foto habe ich mir schon gezeigt. Ach, hast du schon gemacht? Ja, ja, das haben wir am Anfang gemacht. Er dann hat den nicht vergessen. Erkannt. Genau. Okay, dann ist ja gut. Alles klar? Ich speichere nochmal manuell, just in case. Mm. Also er hat, glaube ich, auch gerade Auto gespeichert, aber... Ja, entweder oben neue Daten oder überspeichern. Das muss es ja eben gewesen sein, ne? Genau. Ja, genau, dann mache ich jetzt ab jetzt überspeichern. Da. Sehr schön. Speicher Manuel, ja. Top, dann haben wir ja alles und gehen raus, würde ich sagen. Mhm, wo geht's denn jetzt hin? Gute Frage, ich gucke mal auf die Karte. Mhm. Ich würde vielleicht mal kurz beim Café vorbeischauen, einfach nur mal, um mir das auch anzuschauen. Und ich glaube aber, da werde ich mich nicht lange aufhalten und deswegen das von... Das Dreibein ist ohne Zweifel das auf dem Manuskript. Die Templerverbindung bestätigt das. Ich bin versucht, nach Irland zu fahren und das nachzuprüfen. Nee. Man kann vielleicht nach Irland fahren. Wer weiß. Genau, kurz beim Café, das würde aber wahrscheinlich recht schnell gehen. Und dann würde ich mal weiter zur Polizei, weil da waren wir einfach noch nicht. Und vielleicht sind die ja doch mal interessiert an ein paar Hilfestellungen. Wäre jetzt zumindest meine Herangehensweise. Viel mehr fällt mir nicht ein. Wobei hier vielleicht auch noch irgendwas geht. Achso, warte mal, das Fenster? Aber nee, da habe ich auch null gesehen, wo führt das hin und so. Das hat mir bisher noch nicht so geholfen. Kannst du ja erstmal ignorieren. Kann ich ja nicht erstmal ignorieren. Nee, weil ich wüsste nicht, wie ich jetzt hier geschickt einbrechen soll. Eigentlich hat sich nichts verändert. Zumal wir wissen ja, also jetzt einbrechen, das wäre dann direkt... Ist nicht so schlau. Mit entdeckt werden verbunden. Mit einer lauten Klingel auch, ja. Mit ja, genau. Genau, ist also was ich halt noch nicht über das Spiel weiß, ist halt einfach, ob es so Tag- und Nachtwechsel gibt, wenn ich jetzt viel erledige, dass dann irgendwann Nacht ist und ich dann vielleicht nochmal zurückgehen kann, wer weiß. Und dieses Meeting, was wir eigentlich gehabt hätten, das... Muss ja auch noch irgendwann vielleicht stattfinden können. Mit also dem Lubinorm. Der ist ja auch mal irgendwann da ist oder so, ne? Oder dass wir den jetzt woanders antreffen. Vielleicht kann ich ja Nicole Collard auch davon erzählen. So. Airport. Ich kann tatsächlich nach Irland. Das ist ja interessant. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ja cool. Ist jetzt auch quasi deine Hauptquest. Dachte ich mir. Aber ich würde vielleicht, bevor wir das Land verlassen, vorher tatsächlich noch einmal zum Café und zur Polizei. Einfach mal gucken. Die waren ja bisher so uninteressiert daran, den Mörder zu finden. Ja. Was also jetzt? Nee, kannst du natürlich machen. Ich glaube, ich gehe direkt an ihm vorbei.
Er ist natürlich witzig, aber wirklich viel mit ihm zu besprechen haben wir eigentlich nicht. Außer er findet zufällig beim Graben den Templerschatz. Dann wäre er wieder relevant. Das wäre ein Full-Circle-Moment. Genau, hier war es, was du schon beschrieben hattest. Das ist jetzt verrammelt und aufgeräumt. Auch noch meine Grafik anschauen. Oh ja. Das ist wirklich sehr nah dran. Das ist wirklich. Nur die Schatten, ne? Von ja. Da hast du wieder die Lichtsetzung. Tatsache, ja. Ja, sehr cool. Ja, aber ich glaube, sonst finde ich jetzt nichts Neues. Ich gehe noch einmal in diese Gasse und ansonsten würde ich direkt weitergehen zur Polizei. Aber trotzdem spannend, dass man hier nochmal hin kann. Lässt für mich so ein bisschen vermuten, dass vielleicht später hier nochmal was abgeht. Ist aber vielleicht auch einfach nur, um einem das Gefühl von Offenheit zu vermitteln. Wer weiß. Ich muss sagen, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht mehr beantworten. Gut, hier hatten wir, glaube ich, überall reingeguckt. Warum soll hier auch was Neues sein? Nee, ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Ich drücke hier einmal, aber ansonsten gehe ich. Ich reiß noch einmal am Gitter. Ja, genau, das ist mir schon wichtig. Einfach das Freiheitsbedürfnis. Ja, eben. Wir brechen so gern wo ein. Wir sind George oder das, Stobbart. Ich nehme mir die Freiheit, bei Ihnen einzubrechen. Ja, genau. Dann will ich nicht beschränkt werden. Wobei, einmal muss ich ihn jetzt noch grüßen. Wenn wir schon mal hier sind, sage ich zumindest einmal Hallo, sonst wäre es auch so unhöflich, einfach vorbeizugehen. Vielleicht wäre sein Geld auch schon wieder verzockt. Und zeige ihm halt irgendeinen Scheiß hier einmal kurz. das kann ich ihm dann zeigen. Das Taschentuch kennt er halt schon. Vielleicht kannst du ihm sowas sagen wie, hey, guck mal, ich bin jetzt Elektriker oder sowas. Oh, das ist gut. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Das mache ich mal. Gebe ich ihm das mal. Oder so einer weiß bestimmt nur was über den Club Alamut. Stimmt. Der ist doch ein Lebemann jetzt. Könnte sein, ja. Was wollen Sie denn diesmal? Okay. Sagt Ihnen der Name Morlin etwas? Nicht, dass ich wüsste. Ja, gut. Das wird erwartet. Ich dachte, er geht auch über die Elektrikernummer. Dann das hier einmal. Was wollen Sie denn diesmal? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen was? Nein, absolut Schade. Nicht. Und hier kann ich auch nicht. Was wollen Sie doch. Aber ich würde hier ja, mal klopfen. Ja, da müsstest du hin können. Da müsste jetzt der. Colonel wiederkommen. Genau. Der, wie hieß der, Wüstenmaus? Nee. Der war, hat Hallo. Viel aus der Wüste zu erzählen. Wüstenwolf. Mary, Inspekteur. Haben Sie ihn ihr denkt ja, wir Polizist, weil wir gelogen haben. Den Mann aus der Kanalisation natürlich. Ja. Ich gehe gerade das Beweismaterial durch. Puh, auf den Job beneide ich Sie nicht. Aber wo wir gerade davon reden. Jemand gibt sich... Oh, oh. Herrlich, der Kram andere Polizist. Herum, gleich nachdem sie weg waren. Frech wie Dreck. Ja, ist das toll. Versuchte mir weiß zu machen, ihr seid Polizist. Inspekteur Rosso. Ist das gut. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass ich mit Ihnen erst kurz zuvor gesprochen hatte. Gott sei Dank. Ich meine, sich als Polizist auszugeben, das ist ein schweres Verbrechen. Ein Mann mit so wenig Respekt vor dem Gesetz ist wahrscheinlich zu allem. Oh, das ist gut. Wie mein Vater schon immer sagte, Respektlosigkeit öffnet das Tor zur Hölle. Er hatte immer solche klugen Sprüche drauf. Ein dummer Mann. Was machen Sie so? Sehr respektvoll. Die Kanalisation durchforsten. Ich dusche ziemlich viel. Oh, sehr gut, Monsieur. Ein Polizist mit Humor. Herrlich. Ach, das ist ja toll. Das hat sich jetzt gelohnt. Nur das war schön. Dafür, das nochmal vorbeizukommen, ich brauche es jetzt schon nicht. Zeigen wir ihm trotzdem das. Sagen einfach mal. Ihnen die Namen Moala oder Grüber Elektronik, irgendetwas. No, Monsieur. Schade. Alamut. Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Könnte ich jetzt so nicht sagen, Monsieur. Ja gut, dann tschüss. Das Foto und den Schocker kennt er, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht, ob das kann sein, ja, stimmt. Kennen Sie den Mann auf dieser Fotografie? Aber ja, das ist der Kerl, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ich glaube, das hilft, es bestärkt einfach seinen Glauben noch mehr daran, dass wir ein guter Politiker. Ja, stimmt. Das halt jetzt eigentlich eher nicht mehr, aber gucken wir mal. Schütteln Sie meine Hand. Können Sie schon. Schütteln Sie sie. Das ist doch wohl ein Scherz, wie? Ja, tatsächlich. Gegen Sie persönlich. Aber Sie haben da unten in der Kanalisation rumgesaut. Rumgesaut. Herrlich. Wir haben doch gerade gesagt, wir duschen viel. Vielleicht waren wir schon längst unter der Dusche. Ach, herrlich. Aber er hat immer einen guten Grund abzulehnen. Ja, das stimmt. Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Ja, herrlich. Ja, cooler Typ. Lustig, wie bei ihm die Lüge gezogen hat. Herrlich. Ja, ich frage mich, wie ich damit umgehen würde. Glaubt man dann einfach dem Ersten? Weil ich glaube, der andere hatte ja auch keine Polizeiuniform an, weil er eher so ein Inspektor war, hatte auch so einen Anzug an.
Und gut, ich würde halt eben glauben, der sich ausweisen kann. Offensichtlich konnten wir beide das nicht und dann weiß man nicht. Ich behaupte mal, dass auf den Polizeiausweisen halt eigentlich Bilder drauf sind. Das ist doch der ganze Gag an der Geschichte, eben. Oder? Eben, das auch. Und ich meine, man hört uns doch auch das amerikanische Dasein wahrscheinlich ja. an. Und dann würde man ja auch irgendwie denken, hey, warum ist hier so ein Amerikaner hier Polizist? Da glaubt man doch eher dem französischen Polizist. Also schon komisch. Eigentlich schon. Vielleicht hat aber auch der Polizist sich gedacht, ah, FBI. Das ja, ist ja, eine ja, ganz stimmt. krasse Sache. Ich bin ja auch sehr wichtig. Ja. Wenn jemand aus meinem Kanaldeckel kommt, dann können nur die Top-Leute da sein. Die internationale Elite. Genau. So, wo wir hier wären und vielleicht werden wir jetzt auch direkt damit konfrontiert. Das ist eine kluge Entscheidung, jetzt oder? Mal hier vorbeizuschauen. Ich find's lustig, aber ich will's ausprobieren. Unbedingt. Wir haben ja auch gespeichert. Oh, wir können ja nochmal telefonieren, bevor wir abfliegen. Das mache ich gleich noch. Aber erstmal den Sergeant. Es ist ein Sergeant Mouet. Oder Sergeant. Genau, sprechen wir den Kollegen an. Der mochte uns ganz besonders gern. Oh, der hat sich damals auch schon bewegt hier. Mhm. Cool. Entschuldigen ja. Sie. Oh, Monsieur Stoppard. N'est-ce pas? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich? Ja. Die Speicherung oui. solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, nicht durch Information. Ja. Ja, klar, sicher. Das hat er vorher aber nicht so konsequent verfolgt, als wir ihm schon Hinweise geben wollten. No. Gut. Ich glaube, dann wirst du zu ihm. Achso, ja, wahrscheinlich, genau. Dann erstmal diese schattenhaften, mafiosen Gestalten. Ich möchte einen Überfall melden. Aha. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Hier. Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Ja, Sie gut. Sie Flapp und Guido. Bon. Diesmal schnappe ich. Oh, ja, die sind schon bekannt. Spannend. Oh ja, da würde mich jetzt auch interessieren. Ja. Was werden Sie mit Flapp und Guido machen, Sergeant? Ich werde sie am Kragen kriegen, Monsieur. Seit Jahren hoffe ich, dass ich dem sauberen Pärchen mal etwas nachweisen kann. Jetzt habe ich endlich meine Chance. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Und dem Inspekteur auch. Danke, Sergeant. Danke, dass Sie mich ernst nehmen. Ich tue nur meine Endlich Pflicht, mal. Ich bin auch total überrascht. Mal gucken, ob sie das hält. Ich zeige ihm erstmal das. Sagt Ihnen der Name Moala irgendwas, Sergeant? Nichts? Überhaupt nichts, Monsieur. Dann seid ihr wohl noch nicht so weit wie ich. Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas, Sergeant? Das ist ein schwedischer Zweireiher mit querliegender Bergmannreitfläche. Also, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Ein Vorkriegs-Anderson-Gelenk. Was, wirklich? Ich habe noch nie einen verstärkten Anderson gesehen, der nicht in einer Privatsammlung gesteckt hätte. Sowas ist also selten, ja? In diesem Teil der Erde schon? Es gibt nur drei Orte, wo sie hergestellt werden. Taiwan, Manila und Slough. Hey, ich dachte, ich hätte ihm das gezeigt. Hast du auch. Meinst du, das ist ein fehlerhaft verknüpfter Dialog oder so? Weil das passt ja wirklich gar nicht dazu. Ich glaube, der Typ ist einfach verloren. Oder der ist richtig los, genau. Ich glaube übrigens, er hat auch noch nie das Taschentuch gesehen. Nein, aber das würde ihn sehr interessieren. Das glaube ich halt auch. Erkennen Sie dieses schmutzige Stück Gewebe? Ich habe Nein gesagt, Monsieur. Achso, er hat schon mal Nein gesagt, vielleicht. Ist egal. Ja, gut, muss er nochmal bewerten. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Das nochmal? No, Monsieur. Okay, dann haben wir hier alles der durch. Der Kerl, der die Bombe im Café das gelegt hat, der Clown. Ah, ja, eben. Dieser Mann sieht aber überhaupt nicht wie ein ja. Clown aus. Er hat natürlich die Theaterschminke und das Kostüm abgelegt. Dann gibt es keinerlei der Indizien, typ, ey. Oh. Die diesen Mann mit dem Anschlag... Der ist wirklich im falschen Berufsstand hier. Nichts? Schauen Sie sich doch bloß diese mörderischen Augen an. Das ist der Beweis. Kaum genug, um eine geschworenen Jury Gut. zu überzeugen. Gut, immerhin habt ihr dieses System da nicht, oder? Ich glaube auch, das stimmt nicht. Ja. Ach, willst du ihm vielleicht nochmal beglückwünschen zu seinem Vorhaben, Guido und Flapp einzubuchten? Ja, so einen Handschlag. Gerne. Möchten Sie mir die Hand schütteln? Natürlich. Sergeant? Nicht, während ich noch im Dienst bin, Monsieur. Eine solche Geste könnte Gut, man stimmt. leicht missdeuten. Ja, da werden gern mal so 50er-Noten übergeben. Im Revier ist das ganz ja, aktiv total, der Handel. So, Khan. Kennen Sie jemanden namens Khan?
So einen merkwürdig aussehenden Kerl mit einer Narbe. Der eben von dem Foto. Nein. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann ja, und dem Bombenanschlag auf das Café? Ja, ich glaube, er hat den Namen Khan benutzt, als er das Clownskostüm ausgeliehen hat. Mhm. Dann gehen wir mal zum Inspektor, oder? Ich würde auch sagen, ja. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Bitte. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Können wir jetzt schnell was klauen? Top-Moment, was zu klauen. Dieser Stoppart. Wir stehen. Entschuldigung, das ist nicht schalldicht. Das ist herrlich, ja. Ist ihm aber auch komplett egal, ja, was die Leute von ihm halten. Ach, er kommt nach vorne. Sehr schön. Können wir da gar nichts machen auch, okay. Hi, Inspektor. Erinnern Sie sich an mich? Aber selbstverständlich, Mr. Stobart. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Ein geistiges Archivierungssystem, um das mich sogar unsere Bibliothek national benutzt. Oh. Keine Trickfolge merken Sie. Ja, muss er natürlich auch sagen. Genau. Na gut, der Herr Holmes. Durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Na gut. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Er hatte Stil. Eh bien, wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen Sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Was? Hä? Aber man hat mir den Fall entzogen. Oh. Und was ist mit dem Mord? Dem toten Kerl? Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. Aber ja, wer hat den genau denn jetzt? Gute Frage. Ja, ich konfrontiere ihn jetzt trotzdem mit dem Stuff. Ich zeige ihm erstmal die Items und dann rede ich mit ihm. Sagt Ihnen der Name Thomas Moilin irgendwas, Inspektor? No, Monsieur, gar nichts. Das ist einer der Namen, die der Mörder verwendet. Ah, der berühmte Fall mit dem Mörderclown. Nee. Genau, Sie haben ihn vielleicht ganz vergessen, aber ich will diesen Typ immer noch finden. Gut, das nochmal? Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas? No, Monsieur, ich schlage vor, dass Sie diese Frage Sergeant Mouy stellen. Nur der Himmel weiß warum, aber er sammelt Streichholzbriefchen. Er sagt, dass er okay. Dann war das eben doch. Dann war das darauf akkurat bezogen, er ist einfach super Experte gewesen, hat mega expertenmäßig geantwortet, verstehe. Würden Sie mir gern die Hand schütteln, Inspektor? Bitte nehmen Sie meine Ablehnung nicht persönlich, Stobart. Doch. Aber meine Handflächen sind ganz besonders empfindlich. Ja, ja. Was die Leute mal alles für Ausreden haben, herrlich. Ich habe dieses Taschentuch in der Kanalisation gefunden. Am besten hätten sie es dort auch gelassen. Da reagiert wirklich keine gut drauf. Komisch. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto wieder? Entschuldige. Das ist das Gesicht eines Mörders. Der Mann, der die Bombe im Café gelegt hat? Dieses Foto ist kurz nach der Explosion gemacht worden. Er ist durch die Kanalisation entkommen, aber er hat eine ganze Reihe von Spuren hinterlassen. Reine Indizien, Stobart. Nichts davon ist ein schlüssiger Beweis. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass du Fingerabdrücke abgeben musst und dann sagst, Entschuldigung, es geht nicht, mein Daumen ist besonders zu empfindlich leider. Heute leider gar nicht. Blutabnahme für einen Drogentest? Nee, oh, mein rechter auch, aber eigentlich links. Mein Ach, Wehen, die wollen doch rechts, dann ist rechts noch schlimmer. Mein Wehen geht's heute insgesamt auch nicht ja, gut. Ja, wirklich. Wollen Sie nicht wissen, was ich über den Mörder herausgefunden habe? Ich habe Ihnen doch gesagt, Monsieur, dass der Fall abgeschlossen ist. Na? Ich habe mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun. Aber das kann ich ja trotzdem interessieren. Ohne Ihre Hilfe weiterführen. Auf keinen Fall. Vergessen Sie am besten alles über diesen Clown. Genießen Sie Ihre Zeit hier als ganz normaler Tourist, Stobart. Vor allem, als ob man da nicht sagen würde, ich leite das Wissen an meinen Kollegen weiter, der jetzt den Fall hat. Ja, wie er auch wirklich abgeschlossen. Das ist so dieses super egozentrische Bild. Wenn ich nicht mehr ermittle, dann ermittelt ja niemand. Dann gibt es den, dann gibt es den Fall nicht. Dann gibt es den Fall. Dann ist niemand gestorben. Ein Pärchen namens Flapp und Guido. Ich kenne die beiden, seit sie von der Sonderschule geflogen sind. Guido ist ein widerlicher Kerl, aber Flapp ist das Gehirn dieser Partnerschaft. Was? Wo haben Sie von den beiden gehört? Ich habe sie vor dem Hotel Ubu getroffen. Ich dachte, Flapp wäre der Dumme. Also der Dicke. Der Yeti. Ja, der ist das Gehirn der Truppe. Überrascht mich auch gerade. Okay. Aber gut, vielleicht wirklich, er stellt sich so wie Doofy. Ja, das kann wirklich sein. Ist auch smart. Kann smart sein, auf jeden Fall. Kann. Haben Sie den Kerl identifizieren können, der in der Explosion umgekommen ist? Ich wusste schon vorher, wer er war. Okay, cool. Ich habe gehört, der Name des Opfers sei Plantard.
Ihre Quellen sind zuverlässig. Er war ein hohes Tier im Schatzamt, nicht wahr? Ah, im Schatzamt. Vielleicht hat man Ihnen den Fall deswegen abgenommen. Das wussten wir noch nicht. Es tut mir leid, Monsieur. Dazu kann ich keinen Kommentar abgeben. Ah, okay. Ich musste kurz bei der Situation gerade daran denken, wie in so Sitcoms, wenn eine Person so tut, als wüsste sie Bescheid und dann einfach schnell das letzte Wort auch wiederholt. Ja. Dann war Plotter, ich hab's im selben Moment. Ja. Wirklich. Stimmt, so ein Moment war's. Und was können wir jetzt hier fragen? Die Zukunft, können Sie uns die Zukunft voraussagen, Herr Direktor, Herr Inspektor? Es ist bestimmt wieder seine super tiefe Investigativfähigkeit, die jetzt hier ausgepackt werden kann. Ich bin gespannt. Fraglich, was es kommt. Was war das für eine Psychoermittlerschau, die Sie da im Café abgezogen haben? Ich vertrete die Theorie, dass die Leidenschaften und starken Gefühle, die bei Gewaltverbrechen auftreten, Wellen im Äther verursachen, die nur der Besitzer eines hochentwickelten und offenen Verstandes wahrnehmen kann. Ich bin beeindruckt. Können Sie auch Löffel verbiegen? Ich hätte nie gedacht, dass jemand von Ihrer offensichtlichen Intelligenz so tief sinkt, sich über ein ernstes Thema lustig zu machen. Oh, Alter, ich war eigentlich lustig. Ich hatte ein ganz persönliches Erlebnis mit der Kraft der Gedanken. Man hat mich früher auf allen Partys ignoriert, bis ich ein Buch gelesen habe, das mein ganzes Leben verändert hat. Wirklich? Welches? Erfolg durch Hypnose in Freundeskreis und Geschäftsleben. Er schaute mich an, als hätte ich auf einer Begräbnisfeier gepupst. Der Mesmerismus, auch Hypnose genannt, ist eine seltene Gabe, kein Partygag. Diese Soundeffekte dazu. Sie werden doch nicht versuchen, mich mit diesem Psychogramm zu verhören. Finden Sie die Vorstellung, dass ich mich durch Ihre Gedanken taste, denn so abstoßend? Sagen wir mal, es wäre mir lieber, wenn Sie es unterließen. Ja. Ich habe mehr Zweifel als der ungläubige Thomas, wenn es um das Übersinnliche geht. Sehr bedauerlich. Ich glaube nämlich, Sie wären ein höchst interessantes Versuchsobjekt für eine kontrollierte Rückführung. Für den Tag, an dem ich irgendjemanden mit meinem Verstand rumfuschen lasse, ist noch kein Kalender gedruckt. Gesundheit. Dankeschön. Okay, spannendes Gespräch mit dem Inspektor. Ich glaube, wir können hier sonst nichts mehr machen. Den Rest hat er schon gesehen. Ja, das wird obwohl, die Plastiknase jetzt nicht, aber gut. Das interessiert ihn halt auch nicht mehr, ne? Ich glaube, die Antwort wird die gleiche sein. Ich glaube auch, ja. Und jetzt kann ich ja auch so ein bisschen deine Frage auch aus der letzten Folge, aus der ersten Folge so aufgreifen. Die Polizei ist halt in diesem ganzen Fall einfach super unhilfreich, weil sie sehr, sehr schnell abgezogen wird, beziehungsweise am Anfang irgendwie zu arrogant, zu eigensinnig ist, zu ermitteln. Aber auch spannend, dass wir dann hier hin können, vielleicht kommt ja doch später noch mal mehr mit denen, wer weiß. Aber jetzt müssen wir erstmal in ein anderes Land. Ja, bis dann, Inspektor. Jetzt gucke ich noch einmal zu guter Letzt, wenn wir schon mal hier sind, ob es noch irgendeinen Point gibt. Noch bin ich in der Sequenz, deswegen kommen hier, glaube ich, keine. Also telefonieren kannst du auf jeden Fall. Das würde ich auch noch machen. Ich würde zumindest die Call Bescheid sagen, wo es für uns jetzt hingeht als nächstes. Das erwähnt er bestimmt in dem Gespräch, aber hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann, ich kann mein Telefon aussuchen. Ein öffentliches Telefon. Aha, aber ich nehme das andere. Niemand hätte jemals damit gerechnet. Versuch das mal rauszufinden mit deinem psychoanalytischen Gedankenapparatur. Hätte er niemals gegessen, ist, wenn er doch das andere nehmen. Ich wette, du weißt nicht, zu welchem Telefon ich gehe. Ja. Hallo, ich bin's, George. Ich habe etwas über die Templer gelesen. Ah, stark. Weißt du, die Politik des Mittleren Ostens zur Zeit der Kreuzzüge ist faszinierend. Hast du etwas über ihren Schatz gelesen? Nein, George. Ich habe etwas ziemlich Interessantes herausgefunden. Mach es nicht so spannend, George. Was ist es? Ein Dreibein, den Tempelrittern zugeschrieben. Genau wie das in der Handschrift. Und was ist damit? Was damit ist? Bist du denn gar nicht aufgeregt? Das Dreibein wurde in Irland gefunden. Klingt für meinen Geschmack ziemlich weit hergeholt. Wir müssen unsere Recherche über diese Templer gründlich erledigen. Die Fakten zusammentragen, die ganze Story. Und ihren Schatz finden. Schönes Gespräch. Aufgelegt. Ja, ich gehe trotzdem nach Irland. Zack. Dann machen wir das jetzt mal, oder? Genau. Ja, ist ein bisschen fraglich. Machen wir es jetzt? Oder ist das der kleine Cliffhanger für Irland? Oder zeigen wir noch kurz den Airport von Irland? Das und hätte ich jetzt vorgeschlagen. Das hätte ich vorgeschlagen. Dann machen wir es doch so. Überreisen. Dann fahre ich zum Aeroport. Aeroport. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Genau, hier haben wir alles. Dann los geht es. Bin gespannt. Achso, jetzt habe ich eine Europakarte. Cool. Ich möchte nach Hamburg. Aber ich kann nur nach Irland. Loch Marne oder was steht die, da? Ach, das sind Flüsse. Ach so. Ja, ich dachte auch kurz, komische Landesgrenzen. Ja. Ja, das ist dann wohl, das ist dann wohl die Elbe. Ja. Die geht ja eher...
Oder? Geht die nicht eher sehr weit links, sehr nah links von Dänemark als hier bei Amsterdam? Nee, warte mal, nee, das ist die Elbe, doch. Weil hier ist ja Großbritannien. Nee, ich bin mir nicht sicher, ich kann es hier nicht sagen. Vor allem die Elbe geht eigentlich bis nach Tschechien und hier ist Tschechien und hier ist ja die Schweiz. Deswegen muss das hier eigentlich die Elbe sein. Wo ist der Rhein? Der ist hier. Fehlt. Nee, das muss ja dann der hier sein. Weil der. Aber, geht, ja, doch, stimmt, da unten. Das ist der Rhein. Da ist der Bodensee da. Das ergibt Sinn. Das ist der Rhein. Das muss der Rhein sein. Okay, eigentlich. Und dann ist. Aber dann haben wir noch die Donau, führt ja bis ganz rüber nach, bis ans Kaspische Meer. Hier, ne? Also ja. Das könnte die sein. Das ist das Schwarze Meer, das Kaspische Meer, das da, ich verwechsel die immer. Ja, das ist, genau, kann ich dir jetzt auch gerade nicht genau sagen. Ist auch beides falsch. Ich glaube, rechts ist Kaspisch, links. Und das ist das Schwarze Meer, glaube ich, irgendwie, ja. Würde ich auch sagen. Aber ja, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher gerade. Okay. Ja, spannend. Ein bisschen Geografie, Halbwissen mit uns beiden. Sehr schön. Kannst du noch einmal die alte Ansicht wechseln? Einfach nur, ob so. Da ist oder nicht. Oh, das war, ja, das ist wirklich sehr alt. Okay, aber es ist spannend, dass wir hier schon so viele Fotos haben. Ja. Ich kann vorwegnehmen, manche sind relevant, manche auch nicht. Okay, also an manchen Stellen kann man vielleicht noch nicht an alle halt so. Aber die das ist eine belgische Flagge, aber eine sehr deutsche Darstellung, würde ich sagen. Stimmt, ja, tatsächlich. Ja, okay. Klar, Pizza unten. Ja, ja, ich glaube, man hat sich auch hier für so einen Ansatz entschieden, weil es doch für die heutige Zeit ein wenig zu klischeelastig gestaltet ist. Voll. Waren halt andere Zeiten, aber ich mag die neue Aufmachung. Ich finde es auch irgendwie viel aufgeräumter. Ja, es sieht einfach mehr nach einer guten Karte aus. Ja. Es ist so wie der Blick auf den Globus. Also eine interessante Entscheidung, dass sie es halt rund gestalten und dann aber trotzdem eine Kartentextur drum packen. Ja. So ein bisschen... beides geht nicht. Die runde Karte. Aber es geht nämlich doch. Ja, da schon. Im Videospiel geht alles. Ab nach Loch Marne, wie auch immer man es ausspricht. Wahrscheinlich nicht so. Ach, guck mal. Wir überspringen komplett eine Flugsequenz oder so, sondern kommen hier einfach mit einem schönen Büsslein. Schon wahrscheinlich vom Flughafen in der Natur von Irland an. Ach, schön. Ein bisschen irische Töne. Das Klischee lässt auch grüßen. Aber direkt an der Bar rausgelassen. Ja, wundervoll. Etliche Stunden später komme ich endlich in Irland an, auf der grünen Insel. Es ist reines Glück, dass ich einen Bus erwische, der von Dublin in das kleine Dorf Loch Marren fährt. Auf dem Weg erzählt der Fahrer, dass es pro Tag nur einen Bus daraus gibt. Okay, sehr ländlich also hier. Das heißt, du wirst auf jeden Fall die Nacht durchzechen können, wenn du hier wieder weg willst. Das stimmt. Speisekarte. Ja, gucken wir uns hier auch draußen vielleicht noch um. Sehr gerne. Mach ich nochmal kurz. Die Speisekarte ist ziemlich kurz. Eigentlich standen nur drei Worte drauf. Heute kein Essen. Super. Ist mir egal, ich habe meinen Appetit sowieso irgendwo in den Weiten der irischen See verloren. Irische See. Wie, er ist mit dem Schiff gekommen? Ich dachte, er wäre mit dem Flugzeug geflogen, wenn er zum Airport ist. Ich behaupte, der hat auch seinen Verstand verloren. Ja. Oder hat so einen amerikanischen Blick eben. In jedem zweiten Satz, auf jeden Fall. Aber relatable. Ja, weiß ich auch nicht, was ich mit dieser Karte anfangen soll. Oh, hier kann ich eine Falltür. Eine Falltür im Gehweg. Ja, oder eine Kanalisation oder so. Ein irischer Gulli. Durfte ich durch die Sicherheitskontrolle... an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Kannst du mal gucken. Durfte ich durch die Sicherheitskontrolle meine Items mitnehmen? Tatsache, ich durfte das im Flieger mitnehmen. Der Schlüssel ist aber nicht mehr da, aber der ist schon eine ganze Weile nicht mehr da, ne? Stimmt, der ist schon was länger weg. Das ist ja. Ein Sprung zu Nico, glaube ich. Komisch, vielleicht haben wir ihn da mit diesem Pergament halt gelassen oder so, aber warum auch immer, also komisch, aber vielleicht auch einfach, weil wir da wirklich nie mehr rein müssen, ja. Wer weiß. Ist ja auch gut, dass es dann nicht übrig bleibt, um dich zu verwirren, aber ja. Irgendwie fehlt der Abschied. Naja. Ja, das stimmt. Gut, erstmal was aufstellen. Offensichtlich, der Schlüssel des Arbeiters ist das richtige Werkzeug, um diese Falltür zu öffnen. Er ist für genau diesen Job wirklich gebaut. Unglücklicherweise hat die Falltür keine Löcher. Ah, okay. Sehr gut. Ich war gerade schon kurz so, was? Ich wollte nur einen Gag machen und es funktioniert? Nee, ja, doch nicht. Es ist mit einem Eisengitter gesichert, durch das ich das Rauschen von fließendem Wasser hören kann. Mhm, hier ist dann die Kanalisation, alles klar. Was macht er jetzt damit? Probiert es zu heben, okay? Ja, ja. Ich packe das Gitter und ziehe so fest ich kann, aber es rührt sich kein bisschen. Nun gut. Vielleicht geht ja hier das Item. Jetzt muss ich es konsequenterweise auch einmal noch hier dran probieren. Ich versuche, das Gitter mit den Schlüsseln aufzuhebeln, aber das will einfach nicht funktionieren.
Gut, schade. Dann sprechen wir doch mal mit diesem Kollegen, oder? Junge. Junge. Der Junge versucht verzweifelt, pubertäre Aggressionen heraushängen zu lassen. Was? Er steht doch... Seine Bemühungen leiden allerdings etwas durch die Milchtropfen, die in seinem spärlichen Oberlippenflaum glitzern. Du kannst jemanden ja nicht krasser vorverurteilen eigentlich. Das ist ja, also relaxter könntest du ja da eigentlich auch nicht stehen. Wo sieht er diese Aggressionen? Ja, wirklich, aus welchem Teil von Amerika kommt George, ja, dass schon ein herumlungender, ungebührlicher Jugendlicher sein soll? Ja, wirklich. Unglaublich. Naja, sprechen wir mal mit dem Jungen. Vielleicht ist er ja netter als wir. Warst du schon mal in Gelsenkirchen? Hallo da drüben. Oder Duisburg. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Ich kann mich jetzt entscheiden. Komm, wir gehen wieder mit der Lüge des Inspektors, oder? Ganz warm. Find's geil. Rosso steht in diesem Pass. Mörder werden leichenblass. Oh Gott. Sind Sie ein Polizist? Sagen wir einfach, ich suche hier nach der Wahrheit. Cool. Genau wie eine Glotze. Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam McGuire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, McGuire? Ich bin auf der Flucht. Vor meinen Alten. Hm. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett, todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich hab die Pennys, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, habe ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und da plötzlich taucht mein Alter auf und krapscht sich die Kohle. Ich gehe nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. Naja, ist ja erstmal irgendwie eine tragische Situation. Glaube ich ihm schon, dass da im Kleinstädtchen sowas passieren kann, dass der Vater so ein Säufer ist. Wer weiß, gucken wir mal. Kennst du einen Clown aus Paris? Ist dir ein Typ aufgefallen, der wie ein Clown ausgesehen hat? Warum? Hier in Loch Marn? Hier sehen doch alle wie Clowns aus. Der Mann, den ich suche, ist ein gefährlicher Psychopath. Kerl, genau wie in dem Film, den ich gesehen habe. Da ist dieser Clown, wissen Sie? Also der ist hinter einem Kid her, das da gesehen hat, wie er einen Typen umgelegt hat. Er versucht, den Sheriff zu warnen, aber keiner glaubt ihm. Und dann, wo er in der Badewanne liegt, kommt der Clown und zerlegt ihn mit einer Kettensäge. Mein Gott, hört sich nicht so an, als ob das schon das Richtige für dich wäre. Was bilden Sie sich eigentlich ein, ey? Ich bin 25. Blödsinn, du bist nicht älter als 14. Oh nein, 25 bin ich, jawohl. Verheiratet, hab ein Auto und 3 Kinder. Naja, er hat jetzt schon gesagt, dass das nicht stimmt. Die von meiner Frau mit dazu zählt. Oh Mann, ich finde aber auch witzig, dass sie ihm so einen Ruhrpott-Akzent irgendwie gegeben hat. Der sagt mir nicht mal wat. Ja. Oder wat? Herrlich. Seine Kuck war mit K am Anfang. Ja, ja. Sofort auch schmerzhaft aufgefallen. Mhm. So, dann, was ist das für ein Bild? Das ist die Burg, an der wir eben vorbeigefahren sind, glaube ich. Gut. Ja. Aber vorher ganz kurz nochmal hier. Kennst du den? Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbeutel. Nö, nie gesehen. Okay, was hältst du von diesem Taschentuch? Sagt dir das Taschentuch was? Schön. Mag ich. Oh, der ist bestimmt ein gutes Opfer für meinen Stromstreich. Gib mir deine Hand. Was denn jetzt los? Ach, hab dich doch nicht so. Ich will dir doch nur eine kleine Nummer zeigen. Kommt nicht in Frage. Ich schieb keine Nummern. Pater Mahoney hat gesagt, dass ich sonst in der Hölle komme. Ich will dir doch nur die Hand schütteln, das ist alles. Von mir aus. Ja! Endlich! Wir haben einen 14-Jährigen überlistet. Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ja. Geil. Und dann sofort richtig cool. Ja, ja, Hammer. Okay, immerhin hat es mal geklappt. Das finde ich fantastisch. Jetzt rede ich noch mit ihm über diese Burg. Was kannst du mir über das Schloss erzählen, McGuire? Was wollen Sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Auch nix. Na? Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich hab ja überhaupt nix Angst. Komm jetzt. Ich geb dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen.
Ach ja? Und wenn ich nichts sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh. Da gibt's ein Gespenst. Zu deinen 14-jährigen Kindern. Wir nennen es das Phantom von Loch Marn. Mhm. Okay. Gespenst. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, ha? Mister, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen. Wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. Mhm. Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallahans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in dem sich alles Mögliche verstecken konnte. Ich wäre ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig. Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlumpt und verkrüppelt wie eine alte Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich hab mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Aua. Ich bin sicher, das ist eine vernünftige Erklärung für das, was du gesehen hast. Wir nehmen ihn natürlich sehr ernst. Gibt's die. Mhm. In dem verdammten Ding spukt's. Okay. Haben wir erfahren, da spukt's angeblich. Ja, zumindest gibt es da ein Geheimnis, was wir dann sicherlich noch okay, ergründen Mister. Werden. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, natürlich, aber ich glaube, wir werden dieses Gespenst des Schloss Loch Marn in der nächsten Folge kennenlernen. Und freue ich mich. Wir kommen zu einer der Ikonen, also vielleicht der Szene des Spiels, für die, von der du bestimmt auch schon mal gehört hast. Und jeder, der schon weiß, auf was ich anspiele, wird sich noch im Bauch freuen, wie du mit dieser Situation umgehst. Ah, okay. In der kommenden Folge. Das klingt super spannend. Die ihr nicht verpassen solltet. Und deswegen bitten wir euch zu beherzigen, was jetzt einmal unten durchs Bild fliegt. Ich hoffe, es hat dir wieder so viel Spaß gemacht. Mega, ja. Also ich habe vor allem nicht mehr damit gerechnet, dass wir Paris verlassen. Das war jetzt eine große Überraschung, dass es anscheinend durch Europa gehen kann. Ja. Was ich sehr, sehr cool finde, auch verschiedene Schauplätze zu sehen. Und eben dann die britische Sicht auf diese verschiedenen Schauplätze. Ja. Die hört man ja immer so ein bisschen mit raus. Nee, mir gefällt es nicht nur nach wie vor gleich gut, sondern es steigt quasi auch die ganze Hammer. Zeit. Ich sehe viel Potenzial. Ich mag die Dialoge, es sind viele Lacher dabei. Trotzdem wird die Geschichte vorangetrieben. Ich mag auch so Choices, dass wir uns jetzt sogar selber entscheiden konnten, geben wir uns als Polizist aus oder sagen wir, wer wir sind und ja, so. Ja. Herrlich. Das verheißt viel Gutes und ich freue mich jetzt schon auf Folge 3, die wir direkt gleich im Anschluss aufnehmen. Und ich habe es am Anfang angekündigt, vielleicht erlebt uns entweder etwas gemüdet und geplautzt oder mit einem Stück Pizza dann doch noch in der Hand. Wer weiß, wie es gleich aussieht. Oder in meinem Fall wahrscheinlich sogar beides. Oder so, ja. Ja, liebe Leute, die nächste Folge jetzt für euch wird dann erscheinen in, wenn ich mich nicht täusche, 3 oder 4 Tagen. Also diese müsste jetzt am Mittwoch, den 2.10. erscheinen. Mhm. Und ich glaube, am Sonntag kommt die nächste. Ja. Ansonsten schaut sicherheitshalber bei rocketbeans.tv/uploadplan vorbei. Da steht's definitiv. Es sei denn, ich habe es verpennt, aber das glaube ich nicht, weil ich habe es eigentlich auch schon eingetragen. Ich kann mich nur gerade nicht daran erinnern. Denn in meinem Kopf ist ein riesiges, rundes Etwas mit Dick Käse belegt gerade besonders omnipräsent. Verstehe ich. Und da geht's jetzt hin für uns und für euch sehen wir uns dann wieder in Folge 3. Da geht's für euch nämlich hin. Tschüss!